Ja, hoho, herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine ganz, ganz spontane, irgendwie gestern Abend entschiedene und heute erst in Stein geklopfte Runde in der Welt von Das Schwarze Auge, also in Aventurien. Aber wir spielen nicht Das Schwarze Auge, sondern wir spielen Schwarze Auge mit Arcana-Karten. Dem Arcana-Kartensystem, das bekannt ist aus Engel und dank einigen netten Menschen aus dem Discord vom Koala-Baum habe ich das geschafft, die Arcana-Karten ein bisschen auf das DSA-Universum umzumünzen. Und wir schauen heute mal, ob das so funktioniert. Wir haben heute entschieden, dass wir in Torval spielen, aber eigentlich habe ich hier fast nur Mittelreicher sitzen. Wir spielen nämlich heute mit die Zydi als Sina und der Yajirobe als Etzel und der Pikachu als Marik. Und die können jetzt mal euch alle mal kurz beschreiben, was sie denn, wer sie sind und was sie denn in Torval beziehungsweise in der kleinen Stadt Skjall in der Umgebung von Bremen denn so machen. Ja, ich bin Etzel. Ich bin Zimmermann. Ich habe mit 17 Jahren von meinem Vater die Lehre beendet als Zimmermann. Und da ich ein neugieriger Kerl bin, und schon immer die Welt sehen wollte, habe ich beschlossen, dann umherzuziehen von Stadt zu Stadt. Ich verdiene meinen Unterhalt, mein Geld, was ich brauche, indem ich ja hier und da Aufträge mache, aber eigentlich bin ich nie wirklich lange an einem Ort. Ja, und dann bin ich irgendwann in Richtung Skjall gereist und auf diesem Weg ging dann plötzlich ohne Vorwarnung mein Gürtel mit meinem Werkzeug flöten. Ist einfach runtergefallen. Das ganze Werkzeug hatte ich auf dem Boden verteilt. Auch der wirklich mein absolutes wichtigstes Stück, mein Zimmermannshammer, den ich von meinem Vater noch als Abschiedsgeschenk bekommen habe. Ja, und dann traf ich auch auf eine Dame, die mir geholfen hat, ganz wieder aufzusammeln. Ja, hallo, ich bin Sina. Ja, Dame, ich weiß nicht, ob man zu mir Dame sagen kann, aber ich bin eine Frau. Ja, ich bin noch ein. Manche meinen eigentlich, ich wäre nur ein Mädchen. Ich weiß, ich sehe ziemlich jung aus. Die meisten denken, ich wäre 14 oder so. Dabei bin ich schon 18. Also wirklich. Ja, ich habe. Vielleicht liegt das ja daran, dass ich immer meine Haare so zum Zopf habe. Die sind eigentlich blond, aber meistens sind sie eher braun, weil sie dreckig sind. Aber mittlerweile trage ich eine Mütze drüber, damit das nicht so auffällt. Und ja, ich habe Sommersprossen auf der Nase. Und deswegen meinen manche, ich würde ein bisschen spitzbübig aussehen. Warum auch mal spitzbübig? Ich bin doch ein Mädchen und kein Junge. Naja, auf jeden Fall meinen die alle immer, ich wäre so ein Klappergestell. Kann ich gar nicht verstehen. Ich esse den ganzen Tag nur Süßes und trotzdem bin ich nicht dicker. Naja, kann ich halt auch nichts für. Unsympathisch. Ja, ganz furchtbar. Also, ja, ich habe früher auf dem Bauernhof gewohnt, irgendwo in einem, ja, aber, ach, die Stadt brauche ich euch gar nicht sagen, die vergesst ihr eh gleich wieder. Aber ich wurde rausgeschmissen von meinen Eltern. Das Geld ist weggekommen und die meinten, ich wäre es. Nur weil bei mir immer wieder komische Sachen passieren, wenn ich irgendwo bin, heißt das noch lange nicht, dass ich an allem schuld bin. Naja, auf jeden Fall bin ich rausgeschmissen worden. Und seitdem bin ich unterwegs, so auf der Straße, meistens durch verschiedene Städte. Und naja, ich habe eine Münze geschmissen. Die hat gesagt, ich soll nach Norden gehen. Also gehe ich halt nach Norden. Und da bin ich dem dann begegnet. Und dem anderen auch, mit seinem Pferd. Das ist süß und lieb. Es mag auch gern Süßes. Das teile ich gern mit ihm, mein Zucker. Ja, ich bin Marek. Relativ klein gewachsen. Ich komme aus Beilung. War auch einst ein Beilunker Reiter. Zumindest habe ich das mal gelernt. Das Botenreiten an sich hörte sich anfangs sehr spannend an. Viel durch die Welt kommen und Sachen sehen. Und das ist aber nicht so, weil man sieht nur viel Straße, viele Städte, weil man nur Sachen wirklich von A nach B bringt. Ja, ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, nachdem ich meine Ausbildung
die ich genießen durfte, abbezahlt habe, alleine in die Welt hinauszureisen und mir die Welt so anzuschauen, wie ich das gerne machen würde. Also auch Zeit dafür zu nehmen und nicht einfach immer hektisch von A nach B. Und jetzt hat mich dann doch ein kleiner Auftrag, den ich angenommen habe, etwas nach Torwald zu bringen, hat mich jetzt hier einmal quer über den Kontinent Aventurien gebracht, weil das ist schon eine gute Strecke von Weidung bis hier nach Torwald. Und bin dann einfach hier die Küste noch ein bisschen entlang geritten, bis ich jetzt hier in Skjall ankam und hab dann auch die beiden getroffen. Ja. Schöne Gegend hier. Seid kurz unterwegs, kurz vor dem kleinen Städtchen Skjall auf der Straße. Es ist viel los auf dem kleinen Sträßchen Richtung Skjall. Man kann von hier aus vielleicht sogar einen Blick auf das Meer immer erhaschen, weil Skjall ist ja eine Küstenstadt und vielleicht geht der Weg gerade am Meer entlang. Und Salzwasser, Salzwinde, ein bisschen windig ist es hier ja immer. Es ist ganz angenehm für einen Marek, der ein bisschen Sightseeing macht und die Küste hochgewandert ist. Man sagt ja, im Norden von Torwal soll es ja auch dieses etwas rauere Land geben, wo Barbaren wohnen. Nicht, dass die Torwaler an sich nicht schon etwas eigenartig wären für deinen Geschmack. Etwas robust und rau. Aber wenn da oben noch rauere Menschen wohnen, wer weiß. Mal gucken. Die beiden, die du jetzt hier gefunden hast, Marek, die sind auf jeden Fall sehr mit dem Gefühl der Heimat doch irgendwie etwas verhaftet, weil die benehmen sich vernünftig. Also zumindest trinken sie nicht mehr als einen Schnaps, wenn sie so eine Reihe Schnaps sehen. Und sind auch so von der Statur her nicht irgendwie alle drei Köpfe größer als du. So seid ihr unterwegs auf dieser kleinen Straße und es ist eigentlich relativ viel los. Ihr habt schon einige Tracks überholt. Viele Leute sind auf den Straßen unterwegs und irgendwie pilgern viele Menschen nach Skjall. Immer wieder kommt ihr vorbei an Fuhrwerken oder an einzelnen Grüppchen, die unterwegs sind. Was macht ihr so? Ich würde natürlich die Landschaft genießen, auch immer wieder dann die frische Seeluft und würde aber dann auch ab und an mal schauen, was haben die denn auf ihren Wagen drauf, die Leute. Ja, schwierig irgendwie da jetzt irgendwie einen oder zwei rauszupicken, das ist halt irgendwie unterschiedlich. Die meisten haben halt irgendwie Hab und Gut, was man so für eine kurze Reise braucht. Also jetzt nicht groß irgendwie Planwagen mit super viel Gepäck oder so. Viel, wenn Fuhrwerke da sind, sind die vollgepackt mit Menschen, also damit die halt zusammen irgendwie angenehmer reisen können. Und ansonsten halt alle sehr leichtes Gepäck bei sich. Hin und wieder an ein Fuhrwerk von einem Händler, der merkwürdiges Zeug verkauft für irgendwie alle so Stoffe, aber alle so in nur einer Farbgebung. Mal gucken muss, welche. Moment. Nur eine Farbgebung, wie langweilig. Also ich schaue mich auch ganz neugierig natürlich um, auch die Leute, die jetzt hier unterwegs sind, die sehen ja schon ganz anders aus, als wie ich das sonst gewohnt bin und laufe dann sicherlich auch mal ein Stück nach vorne und gucke dann mal bei einem so einem Planwagen, was denn da vielleicht unter den Decken versteckt ist oder Wenn mir dann einer über den Weg läuft, der so ganz merkwürdig gekleidet ist, den würde ich dann auch mal ansprechen, wo er denn herkommt. Was jetzt merkwürdig gekleidet ist, ist jetzt auch relativ. Die gestreifte Hose und der Flügelhelm sind immer irgendwie da. Also nicht bei allen, aber das scheint Mode zu sein hier. Gestreifte Hose und Flügelhelm. Gestreifte Hose. Warte,
Okay. Das schaue ich mir dann doch recht neugierig an. Das kenne ich so nicht. Solcherlei Hosen. Die müssen doch frieren. Meinst du nicht, Anscheinend. Etzel? In den Anscheinend Hosen? Ist doch. tun sie das nicht. Ja. Vielleicht sind sie sehr gewöhnt. Aber wirklich, also, ja, mir weg halt. Ja, aber Ich zieh so einen Mundschutzdichter an mich ran. warum haben die denn nur einen Helm auf dem Kopf? Und warum haben die denn sonst keine Rüstung an? Sind denen die Köpfe hier wichtiger als der Rest des Körpers? Aber man trifft doch viel eher die Brust oder das Bein, als dass man den Kopf trifft. Ja, aber im Kopf tut's mir weh. Das ist blöd, da kann ich mit meiner macht nichts. Aber Sind vermutlich friedvoller, als man glaubt. naja, wer würde denn sich mit denen so groß und so breit, wie sie sind, anlegen wollen? Wahrscheinlich kommen die gar nicht so häufig in Prügeleien oder so. Die sind halt so schon abschreckend. Vermutlich nur untereinander. Und dadurch Meinst werden sich, dadurch, dass sie keine Rüstung tragen, verletzen sie sich auch gegenseitig dann nie so stark. Es sind dann die gleichen Gegebenheiten für alle. Ach so, meinst du das? Ich wollte gerade sagen, aber ohne Rüstung trifft man doch eher, aber ja. Wenn sich dann alle gleichzeitig K.O. schlagen, stimmt, Dann dann kann man sich nicht doll verletzen. gibt's halt nur eine wilde Prügelei und es wird schon wahrscheinlich dann kein Messer ziehen. Vielleicht gibt Es es sieht die jetzt auch nicht Regel so nur aus, auf als den Kopf hauen. die haben auch nur diese. Guck mal, der hat da eine Axt. Die sieht aber nicht aus, als wäre die zum Holzfällen. Hier soll es bestimmt auch wilde Tiere geben. Was? Aber jetzt nicht hier auf dem Weg, oder? Ich gucke jetzt mal so vor, zurück. Nein, hier auf dem Weg nicht. Eine ziemlich große Straße, eigentlich, also weniger ein Weg als eine Straße, richtig? Irgendwie ist ja die Moment, ich hatte hier gerade einen Namen von dieser Straße, die von Torwahl nach Bremen führt. Ist der sogenannte Küstenpfad. Und der ist ja, sehr gut ausgebaut. Auf solch einer gut ausgebauten Straße findet man oft keine Wildtiere. Weil diese Tiere wissen, dass hier auch viele, viele Menschen unterwegs sind und somit meiden sie dieses Gebiet. Ja, okay, sind weitaus mehr Menschen unterwegs als. Stimmt, ich habe bisher auf den großen Straßen noch keine Wildtiere gesehen. Man muss nur ein bisschen in den Wald reingehen. Dann kommen die dann schon. Auch so zum Rasten dann. Also, wenn du nach einer Rast Ausschau hältst, irgendwie in eurem Blickfeld erhebt sich irgendwann ein Weiler an der Ecke, also an der Ecke einer Straße, in so einer Zumündung eines kleineren Weges, der auf die große Straße führt. Und ja, da stehen schon einige Fuhrwerke vor und scheint man doch sich ganz gut niederzulassen zu können. Oh, guck mal, wir können uns da vorne zusetzen. Das sieht auch nach einem schönen kleinen Fleckchen aus. Ja, warum nicht? Großes Schild über der Tür sagt: An der Wurzel. An der Wurzel, sehr schön. Wurzel. Das heißt, die haben hier sehr wahrscheinlich Schwarzwurzelsaft. Meine Mutter hat immer gesagt, ich wäre die Wurzel allen Übels. Also passt das. Schaue sie wieder fragend an, das habe ich schon öfters getan im Laufe der Zeit. Und denke mir meinen Teil. Ja, dann doch mal da zu diesem. Weiler. Zu dem Weiler. Genau. Ja, ist schon relativ voll und wie es so nach guter Torwaller Sitte ist, ist es auch schon ein bisschen feucht-fröhlich zugange. Man riecht deutlich den Geruch von
stark gebranntem Schnaps in der Luft liegen. Irgendwo an der auf so einer kleinen Erhebung in der Ecke stehen ein Mann mit einer Fiedel und einer mit einer kleinen Quetschkommode, die versuchen, ein merkwürdiges Sammelsurium von Tönen zu einem Lied zusammen zu komponieren. Mehr schlecht als recht, aber den Leuten scheint es zu gefallen. Komische Torwalsche Musik. Die Leute grölen teilweise und prosten ihnen zu. Manchmal schmeißen sie auch Gläser oder humpen nach ihnen. Das ist irgendwie, naja, sehr eigenartig. Ich schaue mir das Musikgerät, was sie da haben, mal ein bisschen genauer an, gedell mich dazu und hüpfe da so mal ein bisschen tanzend rum und gucke mir dann auch mal ganz unauffällig die Leute an, die da so stehen, was sie so tragen und bei sich haben und ja. Ja, dir fällt auf, dass sehr viele von den Gästen hier tatsächlich auch in ähnliche Farben gekleidet sind. Und zwar, also einmal diese komische Mode mit den gestreiften Hosen ist natürlich da. Aber teilweise haben sie ihre Helme auch bemalt, die sie eben teilweise auch hier drinnen tragen, die allerdings auch nicht wirklich nach Helm aussehen, so als ob das irgendwas abhalten könnte, sondern eher so nach Mütze. Aber diese Flügelchen sind immer noch dran, auch wenn sie teilweise irgendwie aufgestickt oder draufgenäht sind. Und es sind alle so in Rot und Weiß. Rot-Weiß, nicht, achso, rot-weiß gestreifte Hosen und die alles angemalt. Ja, und generell die Farbgebung überwiegt halt. Was tragt ihr so für Farben? Ich trage bunt. Das, rot also, und bunt ist gut. Ja. Hauptsache, es passt alles nicht zusammen. Ja, ich meine, was ich halt so gefunden habe an Klamotten, ne? Also so, was mir halt gefallen hat, was ich irgendwo gefunden habe, das habe ich halt angezogen, ja. Deswegen passt das nicht unbedingt alles immer zusammen. Gut, ich habe ein helles Hemd an, darüber aber ein Lederharnisch, einen schweren schwarzen Mantel, der aber zum Reiten auf jeden Fall gemacht ist oder so geschnitten. Und ansonsten auch einfach nur, ja, braune Hosen und Stiefel. Also, ja. Also ja. Da fallt hier mit der Farbgebung auf jeden Fall auf. Ja. Ja gut, ich habe draußen mein Pferd erstmal noch fertig gemacht, festgebunden, versorgt, das Übliche. Wie wir dann reinkommen, auch den beiden, ich sag jetzt mal Baden, wie sie da sind. Oder versuchende Minnesänger oder so. auf jeden Fall mal noch eine Münze zugeworfen. Ja, bestimmt irgendwie einen Hut oder so, dann irgendwann habt ihr immer da stehen. Der mit der Quetschkommode schaut so zu dir runter. Der ist halt, wie gesagt, ein paar Köpfe größer als du. Und ja. Steht noch ein bisschen erhoben. So. Danke! Ach, wenn man den Sachen zuschmeißt, dann singen die mehr. Ja, dann suche ich irgendwas in meiner Tasche zusammen. Ich habe da so ein paar Eicheln und schmeiß sie da so mal in deren Richtung. Ja. Schauen dich irgendwie komisch an und hinter dir steht dann einer, so ein Hühne, der dir auf die Schulter fasst. Man muss die mit Alkohol beschmeißen, nicht mit diesem komischen Zeug, was du da hast. Ich habe keinen Alkohol. Aber der bleibt doch nicht in den Gläsern, wenn ich das Glas schmeiße, dann verteilt sich das. Ist doch das Lustige! Dann funktioniert das bestimmt auch mit Milch, oder? Ich? Oder, ja. Ich vertrag kein Bier. Was? Wie ist es mit Met? Was ist das? Das hier. Hier so ein Humpen mit. Ich würde dann sagen, es ist ein Honiggetränk. Honig? Oh ja. Oh ja. Ja, oh genau. Ja. Honig. Ich nehm den Humpen dann mal an, den der mir so, oder ich greife mal nach dem Humpen, den der mir da so hinhält. Stopp. Und wie, stopp. Wenn, dann richtig trinken. Hä? Das Zeug muss man ansetzen und in einem Zug trinken. Ich guck auf diesen riesen Humpen. Ist noch halb voll. Ich guck auf meinen Bauch. In einem Schluck. Nicht einen Schluck, aber einen Zug. In einem Zug. Also wenn du jetzt ansetzt und dann absetzt und da ist noch was drin, dann zahlst du das.
Okay, dann versuche ich das. Ich nehme den Humpen und setze den an und trink und versuche jetzt diesen Humpen auf einmal leer zu trinken. Ja. Läuft da wahrscheinlich so alles erstmal so hier an der Seite entlang runter. Ja, weil die Leute um dich herum fangen an zu grölen. Trink! Habe ich es gar nicht gewohnt, wieder so einem riesengroßen Glas zu trinken, Krug zu trinken. Ja, also wahrscheinlich ist mein Pulli nasser als, Pulli, die Kleidung nasser als alles andere. Ich bin wahrscheinlich über und über jetzt mit Met beschüttet und ja. Schaffst du es aber? Ich schaffe es. Ja, prima. Ja, hast du sofort die das Wohlwollen der Leute zugezogen, ja. Also ich bin in das Grölen auf jeden Fall eingestiegen. Ich habe mich gerade nach einem Platz umgeguckt, wo irgendwie noch drei Plätze zu ergattern sind. Dann höre ich das Grölen und drehe mich mal um und gucke, was da los ist. Ja, Sina ist da und hat anscheinend gerade so ein Humpenmet irgendwie ausgetrunken. Und zwar, die Hälfte auf der Kleidung, die Hälfte wahrscheinlich getrunken. Mhm. Dann zwirbel ich mir mal so durch den Bart. Ah, das wird ja ein schöner Abend. Ja, ich würde dann auf jeden Fall mal noch zur an die Theke gehen. Hab ja gesehen, dass Edsel einen Platz gefunden hat und würde dann einfach mal drei Krüge Met bestellen. Das wohl. Ja, hab dir so drei große Holzbecher auf dem Tisch. Ja. Ich gucke. Ich komme aus Beilung und schaue mir die Gegend hier an. Beilung. Was mit den Reitern? Genau. Ah. Kenn ich. Das ist sehr gut. Ja, wir sind sehr weit bekannt. Ich war auch einst ein Reiter. War. Wieso ja, nicht? Ich habe mich dazu entschlossen, die Welt zu bereisen. Und hatte einen Auftrag in. Nach Thorwald etwas zu überliefern und habe mir dann gedacht, ich schaue mir einfach nur die schöne Gegend hier noch einmal an und nun hat es mich hierher geführt. Thorwald-Fan, hä? Nein, ich musste dort etwas abgeben, etwas Münze verdienen. So, und, na gut. Nun schaue ich mir hier eure schöne Gegend an und habe es in euer Gasthaus geschafft. Gut so. Ich hätte eine Frage. Warum trägt hier im Moment jeder nur weiß und rote Kleidung? Aber wir für die Pottwahlen sind. Für die Pottwahlen? Ja. Okay, entschuldigt mir mein Unwissen, meine Unwissenheit, aber was hat das, was sind denn diese Pottwahlen? So große Augen? Ja, ich mache mich so ein Stück kleiner, wie ich sowieso schon bin. Die Pottwahlen nicht! Nein, ich komme ja nicht von hier. Wie gesagt, ich bin das erste Mal hier. Pottwahlen, die spielen heute. Naja, nicht heute, aber diese Woche. Okay, was spielen sie denn? Pottwahl Prem. Okay, könntet ihr mir das etwas genauer erläutern? Iman, Mann. Okay. Wann die beste Iman-Mannschaft auf ganz Dere. Und wo wird das gespielt? Ja, Xgal. Spielen gegen diese Neulinge da. Okay. Und wann wird das Ganze gespielt? Meinen 2 Tagen. Aber ich habe keine Karte gekriegt. Ach, man braucht Karten dafür. Das Stadion ist nicht so groß in Xgal. Hab Dank. Ich werde ja noch weiter reiten nach Skjall, dann kriege ich vielleicht noch mehr darüber in Erfahrung. Und das heißt, man sollte für die Pottwahlen sein. Natürlich, für wen denn sonst? Weil wenn ihr aus Thorwald kommt, seid ihr vielleicht für die Orkanen.
Nein, nein, die Pottwalen sind hier die ortsansässige Mannschaft. Man sieht ein großes Fragezeichen in mein Gesicht geschrieben. Ja. Okay, dann schaue ich mich um. Hat ihr da irgendein, weiß ich nicht, Schal oder irgendwas hängen, der auch weiß-rot ist? Ja, oder ein jetzt, Tuch oder jetzt, irgendwas? Jetzt macht es irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Ja, das sind überall so Schals und Tücher. Ja, deshalb gucke ich mich um, ob er da irgendwas hängen hat. Mhm. Irgendwie ein Tuch oder so irgendwas. Ja, überall sind auch so Wale drauf gemalt, aber das ist ein Torwal jetzt auch nicht. Sondern ja, nicht. Das dann würde ich ihn aber fragen, ob er. Hier würdet ihr drei von diesen Schals entbehren können. Ich würde sie euch gerne abkaufen. Für mich und meine Begleiter. Ah, klar. Mhm. Damit wir hier die ansässige, hochgefeierte Mannschaft mitfeiern. Alles gut. Macht ein Silber. Ein Silber. Ja, ich, Also mit dem Met. Okay, okay. Ja, natürlich, natürlich. Ich kram ein Silber raus, leg ihm das hin. Hab Dank. Ich gehe davon aus, er gibt mir dann diese Schals, spinnt mir dann einen direkt irgendwie um. Ja. Nimm dann einfach den ganzen Rest. Das löst also, ein Grölen neben dir aus. Ich gröle direkt mal mit. Ist mehr schlecht als recht. Werf die anderen beiden Schals mir über die Schulter und greif irgendwie diese drei riesen Humpen, die er mir dahingestellt hat. Mhm. Und drückt mich dann durch den Raum und zu dem Tisch. Ja, du hörst so von ein bisschen hinter dir so ein Hui! Und siehst dann gerade noch eine Sina, wie die so über den Boden Richtung eurem Tisch rutscht. So Hui! Ich versuche noch auszuweichen und dass ich nicht voll über den Haufen gerutscht werde. Ich würde behaupten, das schaffe ich noch gerade so, weil ich habe noch keinen Becher hier entleert. Und wenn ich dann zurückkomme, stelle ich dann jedem den Becher hin. Oh, das ist auch was von diesem Honiggetränk. Ich schnapp mir gleich den ersten Becher und trink davon. Genau. Und was sollen wir jetzt mit den Schals machen? Ist das irgendein Trinkspiel? Also hier wird in 2 Tagen spielen hier die Pottwale gegen die irgendwelchen Neulinge Iman-Mann. Iman! Ich wollte mal zugucken. Also ich bin hier reingekommen ins Stadion. Ihr kennt das schon. Es ist mir neu. Ich bin mal in einer größeren Stadt vorbeigekommen und die haben auch Iman gespielt. Und die Mannschaften, die hatten ganz, ganz lustige Trikots an. Und alle haben so gerufen, es gab super leckere Süßigkeiten da im Stadion. Aber ich habe es irgendwie nie reingeschafft. Und ich wollte unbedingt mal rein, denn die Sachen sollen super lecker sein. Außerdem sollen die Leute sehr viel Spaß haben. Aber um was es dabei geht, das wisst ihr auch nicht. Die schmeißen sich irgendwelche Bälle zu. Ah. Ja, auf jeden Fall sind hier die Farben der ortsansässigen Mannschaft die Pottwale. Und das hier sind ihre Farben und daher diese Schals und deshalb hat auch jeder diese Farben an. Und ich dachte mir, es ist vielleicht besser, dazu zu gehören. Und aber schwimmen Pottwale nicht im Wasser? Warum sind denn die Farben dann rot-weiß und nicht blau-weiß? Das habe ich nicht weiter hinterfragen wollen. Hm. Weil es gibt wohl hier eine gewisse Feindschaft zu anderen Teams und bevor man da irgendwo hineingerät, dachte ich mir, wäre es vielleicht besser, diese nun zu unterstützen. Ja, dann ist es nur gut, wenn wir den anderen nicht begegnen, die haben mit den Schals dann. Ja, ein Glück haben wir halt, wenn nur diese Schals. Und da gucke ich mich um, damit sich gerade noch keiner hört und sagt dann, die lassen sich einfacher nochmal verstecken. Ja, in dem Moment hörst du auch ein lautes Klirren, als irgendwie eine Person in deutlich blau-weißer Tracht irgendwie über den Tresen geworfen wurde und gegen einige Flaschen gegen gescheppert ist.
Das ist wohl die, das sind wohl die Farben der Gegnermannschaft. Das ist sehr wahrscheinlich. Ja, dieses Spiel findet wohl in 2 Tagen in Skjall statt. Ja, das heißt, wir hätten, wenn wir schauen, dass wir morgen vielleicht Skjall erreichen, dann könnten wir vielleicht ja noch versuchen, irgendwie da in dieses Stadion zu kommen, das wohl nicht so groß ist. Und der Wirt hier hat auch schon keine Karte bekommen. Mal schauen. Das ist ja doof. Ich dachte, jetzt könnte ich mir das Spiel anschauen. Ich dachte, ist Skjall denn so groß? Nee. Kleinere Stadt. Naja, versuchen kann man's. Ich habe noch nie so ein Spiel gesehen. Aber wenn das Stadion nicht so groß ist, vielleicht kann man dann drüber klettern, um reinzukommen. Ja, aber das wäre ja gemein gegen allen anderen, die eine Karte erworben haben, in irgendeiner Art und Weise. Na, aber warum ist denn das gemein? Was kann ich denn dafür, wenn die schon viel früher da waren? Das ist doch gemein gegenüber denen, die später kommen, dass die keine Karte mehr kriegen. Also ungerecht ist es immer in irgendeiner Form. Man muss nur einen Weg finden. Also wenn die anderen nicht über die Mauern klettern, ist es doch nicht meine Schuld. Ja, wir könnten vielleicht doch aber eher versuchen, Karten zu erwerben oder zu erhalten. Mhm. Wenn wir vor Ort sind. Ja, vielleicht findet man sich ja eine Karte irgendwo. Weil das mit dem Drüberklettern, das wäre jetzt nichts, was ich jetzt tun würde. Dabei so groß wie du bist, müsstest du doch gar nicht noch nicht mal viel klettern. Okay. Wahrscheinlich ein ganzes Stück größer als ich, deswegen. Das ist jetzt die nächste Frage. Marek ist stolze 1,66 groß. Dann habe ich eben ein bisschen untertrieben, als ich sagte, 3 Köpfe größer. Er ist ein wahrer Hühner auf seinem Pferd. Ja, du bist doch schon ein Stück größer als ich. Ich bin so 1,50. 1,54. Da fühle ich mich tatsächlich groß neben dir. Dann bin ich ja ein Riese mit den 1,75. Also wir fallen nicht, ich muss gerade an den Daltons denken. Durch unsere Farben, sondern allein auch durch unsere. Hier noch ein Mate für die Zwerge an dem Tisch da! Werter Herr, wir sind keine Zwerge. Zwerge haben mehr Bart und sie sind kleiner wie wir. Nicht alle Zwerge, oder? Ich glaube, es gibt sogar Zwerge, die größer sind als ich. Ihr wollt keinen Mate, also. Aber natürlich nehmen wir, ich würde niemals ein kostenloses Getränk ausschlagen. Vor allem, wenn es aus Honig ist. Ich habe auf meinen Reisen gelernt, dass man so etwas nicht tut. Prost! Sie sehen auf euch! Hochroten Kopf mittlerweile schon bekommen hat und dann so, juhu, und dann. Seid ihr wegen dem Spiel hier? Potwal Prem hat, glaube ich, einen Zwergenspieler verpflichtet. Ja, auf die Potwale. Die Potwale. Potwal, 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 Potwal. Ich stimme einfach mit ein. Ja. Man trinkt mit euch. Das ist echt gut, dieser Honigwein. Man sollte ihn jedoch in Maßen genießen. In Maßen, jawohl. Ja, ich habe irgendwo mal gehört, dass ein so ein Krug ist ein Maß. Ich Dann weiß, geht da ja noch was. Hey, Pottwalle! Okay. Also nach dem zweiten Humpen, den wir jetzt gerade noch bekommen haben, steigt es bei mir schon ziemlich aus. Das so viel ist er gar nicht gewöhnt. Immer gedacht, Zwerge können so viel saufen.
Großer Mann, ich bin kein Zwerg. Ich hab dafür nicht genug Bart. Ja, ja. Tragische Geschichte wahrscheinlich. Nein, nein, so tragisch ist es gar nicht. Ich rasier mich halt. Was? Ja, und kurz drauf einfach nur da sitzen und mit dem Kopf auf den Tisch fallen. Rum. Ende. Ich habe mich wahrscheinlich irgendwann unterm Tisch zusammengerollt. Und schlaf da. Gut. So ganz gut geht es mir auch nicht mehr. Herr Wirt? Ja. Habt ihr auch Zimmer für die Nacht? Sicher. Das ist gut. Ich glaube, wir brauchen 3 Schlafstätten. 3 Schlafstätten oder 3 Zimmer? Oh, ich denke, 3 Schlafstätten sollten wir tun. Gut. Durch die Tür da hinten ist der Gruppenraum. Prima. Vielen Dank. Wer kotzt der Putz? Ah, ja, natürlich. Im Moment schreck ich auf. Guck ihn an. Was bezahlt, bleibt drin. Schluss. Sehr gut, ja. Ja, dann könnt ihr euch irgendwann, wenn ihr nicht mehr weiter könnt, irgendwie zur Ruhe begeben. Mich muss man drüber tragen, also kriegst du dich wach. Ja, das mache ich. Ja. Am nächsten Morgen, wenn ihr zum ja, ich weiß nicht, wie früh ihr Mann aufsteht mit so viel Gebächere im Vorabend. Wahrscheinlich werdet ihr ordentlich ausschlafen können. Kommt ihr wahrscheinlich spät in die Gaststube. Die ist schon sehr geleert in dem, also was ihr gestern da gesehen habt. Also es sind kaum noch Leute da. Oh, ja. Ich hab Kopfschmerzen. Ganz so wohl fühle ich mich jetzt auch nicht. Ich hatte noch nie so Kopfschmerzen. Das macht der Alkohol. Ich habe doch nur Honig Dingens Wasser getrunken. Also ihr wisst nicht, was Met ist. Met ist ein Honigwein. Ja, es ist ein Wein. Es ist ein alkoholisches Getränk. Oh, deswegen die Kopfschmerzen. Gibt es das auch ohne Alkohol? Ich glaube, hierzulande nicht. Aber das, es hilft, frühmorgens direkt viel Wasser zu trinken und ein deftiges Frühstück. Deftig? Ja. Nicht süß? Nein, deftig. Aber kein Käse, oder? Ich mag keinen Käse. Dann kein Käse. Dabei schüttle ich den Kopf. ich muss raus mich um mein Pferd kümmern. Wenn ihr schon das Frühstück kümmern könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Und pack gerade meinen Kram auch schon so zusammen. Hat nur so einen kleinen Beutel jetzt dabei. Und gehe dann erstmal raus. Ja, draußen auf der Straße steht ein, also fährt gerade vor, ein Planwagen gespannt, so 3 Planwagen hintereinander. Und ja, einer der Kutscher springt dann relativ schnell ab und läuft an dir vorbei in die Gaststube. Okay, ich habe ihn, er ist sehr schnell gewesen, ist immer noch leicht benommen. Aber ich habe versucht, auf seine Farben zu achten. Oder gucke, was die anderen auf diesem Planwagen tragen. Die Planwagen sind deutlich rot und weiß und es sind große Pottwale draufgestiegen. Ah, gut. Wie ich das dann gesehen oder wie ich das dann sehe, dann habe ich meinen Schal natürlich noch um. Das erste, was ich dann heute Morgen nochmal angezogen habe. Und rufe dann zu: Für die Pottwale!
der anderen Straßenseite. Genau. Ja, würde dann mir diese Planwagen jetzt aber doch genauer begutachten wollen, weil ja, wir haben zwar viele Leute gesehen, die hatten dann diese Farben oder so, aber das hier ist ja schon ja, sehr extrem. Ja? Mhm. Würde ich jetzt mal so behaupten, im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir jetzt so gesehen haben. Und würde zu diesem Planwagen hingehen. Ja. Und dann einfach mal reinschauen. Ja, oder da steht ja bestimmt auch irgendeiner noch dran, ist ja klar. Ja, da steht eine Gestalt in einer grünen Robe, die du als einen Pereine Geweihten erkennen kannst von dem Ornat her schon. Steht da und macht gerade so die Planen gerade ein bisschen auf. Ich komme näher, ist eine Geweihte, das heißt, ich verneige mich schon kurz. Pereine zum Gruße. Rein ist zum Gruß. Was weshalb fahrt ihr mit diesen ja doch sehr farbenprächtigen Planwagen hier? Ich gehe davon aus, ihr wollt auch nach Skjall zu diesem Iman-Spiel. Lächelt und kriegt so ein breites Lächeln. Sicher. Warum lächelt ihr so freudig? Habt ihr auch so viel Spaß an diesem Sport? Oder was? Ich sah nun viele, viele Anhänger dieser Veranstaltung, die sich das anschauen wollen. Ihr seid nicht von hier, oder? Nein, ich richte mich jetzt auf. Ich komme aus Beilung. Ich war ein Beilunger Reiter und genieße nun die Welt. Mich hat es nach Torwall verschlagen durch einen Auftrag und schaue mir nun hier die Gegend an. Und ich habe festgestellt, dass man hier für die Pottwale ist. Für die Pottwale! Und ja. Daher zeige ich dann auch auf den Schal. Ja. Alles andere könnte doch sehr gefährlich sein. Und dabei gucke ich mich so ein bisschen um. Du schlägst so die Plane rum und du siehst halt so auf dem Plan irgendwie so eine große Kiste, die so halb offen ist und da sind so ganz viele Holzschläger drin. So, was hat es denn mit diesen Schlägern auf sich, wenn ich fragen darf? Ich kenne diese Sportart nicht, ich habe mal davon gehört, aber noch nie irgendwas davon gesehen. Und der Wirt hat mir gestern versucht, das irgendwie näher zu bringen, aber konnte mir das nicht wirklich erklären. Das ist das Spielgerät. Holzschläger. Ja. Versuchen diese kleinen Bälle, macht so eine kleinere Kiste auf und ganz viele kleine Bälle drin. Aha. Aus Kork. Mit den Schlägern über die Torlatte des gegnerischen Tors zu schießen. Okay, und ihr habt das in diesen Karren, weil ihr das die Spielgeräte liefert? Weil wir eine Mannschaft sind. Ihr gehört zu den Pottwalen. Ja, wir sind die Pottwale. Ich entschuldige mich, verneige mich wieder tief. Was für ein Zufall. Das ist wahrscheinlich eine große Ehre, dass man euch treffen darf. Sicher. Dann entschuldigt, dass ich so unwissend bin. Klettert so halb drauf, macht die Kisten wieder zu. Ist dieser Sport wirklich, oder ist es wirklich ein so großes Ereignis? Natürlich ist es für jeden, der das, also jetzt für jemand Außenstehenden, ich habe ja bis jetzt nur davon gehört und es wird hier wohl sehr zelebriert. Deshalb frage ich nur, entschuldigt meine, ja. Liegt man in Beilung, kein Iman? Ich hatte es immer, ich habe mich mehr auf das Reiten konzentriert. Das Reiten, das Lernen der Karten, der Straße und... Verstehe. Ich fange jetzt erst an, wirklich die Welt zu erkunden und alles zu erleben. Daher bin ich hier. Okay, dann hätte ich eine Frage, und zwar
eine Freundin von mir, eine Mitreisende, sie wollte schon immer mal solch ein Spiel erleben. Hättet ihr vielleicht Möglichkeiten, noch an solche Karten heranzubekommen, dass wir... Guter Versuch, aber nein. Nein. Okay, ich habe es zumindest versucht. Ja, wir müssen jetzt auch hier, muss diese Kisten jetzt in den Stall bringen. Ja, natürlich. Ich werde auch gleich mein Pferd herausholen. Das heißt, ihr werdet etwas mehr Platz haben. Ja. Ich würde euch vielleicht auch meine Hilfe anbieten können, aber die sehen sehr groß und schwer aus. Mhm. Jore, komm her, die Kisten. Du schaust so ein Hühner an jetzt. Ja. Doppelt so groß wie ich. Mhm. Ich begutachte ihn von oben bis unten und sage, ja, ich glaube, er ist besser dafür geeignet. Würde ihm aber den Weg in den Stall zeigen oder zumindest einfach mal vorausgehen. Mhm. Und würde ihn dann einfach fragen, und ihr spielt auch dieses Iman? Mhm. Eigentlich bin ich eher der Kutscher, aber... Aber das spielt hier jeder. Kutscher sind mit Bestandteil der Mannschaft, sagen sie immer. Das ist nicht zu unterschätzen. Das Reiten und das Lenken von Pferden. Schon eine hohe Kunst. Ja, ich kümmere mich dann auch um mein Pferd und guck den. Ja, versuche einfach irgendwie so ein bisschen Smalltalk mit dem zu halten. Ja. Der ist sichtlich beschäftigt und sichtlich angenervt von deinen Fragen. Und wir wechseln mal kurz nach drinnen. Etzel und Sina können halt diesen etwas hastig reinstürmenden Mann erkennen, der sich kurz mit dem Wirt unterhält und irgendwie sehr hektisch wirkt. Hat er irgendwas, was trägt er denn? Ja, ganz normal diese typischen Torwallerhosen, auch in Rot und Weiß natürlich. Und halt so ein Hemd, also so eine typische, so ein Kutscherhut, so einen dreispitzigen Hut. Und schwere Stiefel. Wir bräuchten Frühstück, Brot und Wurst. In dem Moment zeigt der Wirt auch auf euch. Der guckt so zu euch zur Seite. Guck dann so hin zu dem Wirten. Der Wirt so. Dann zuckt er mit den Schultern und kommt halt zu euch rüber. Tag. Hallo? Ihr kennt euch aus mit Zwergen? Ja. Na, warum? Ja, der Wirt sagt, ihr werdet Zwerge. Ich bin zwar klein und manche bezeichnen mich auch als Zwerg, aber ich bin schon Zwergen begegnet. Warum? Wir bräuchten da so eine Fachmann-Frau-Hilfe. Für was denn? Gebiet Zwerge. Etwas herzustellen? Oder zu besorgen? Zu finden? Nein. Kennt ihr euch jetzt aus oder nicht? Sicher! Ihr könnt es mal versuchen. Ja, prima. Dann kommt mal mit. Klar. Können wir vorher noch was essen? Ich habe Hunger. Es eilt irgendwie ein bisschen. Wir haben so Käse, wenn ihr wollt. Sehe ich da hinten irgendwo vielleicht eine Wurst in der Küche liegen? Ach, oder ja, irgendwo klar. In der Nähe? Dann würde ich einfach mal mir zu der Wurst gucken und die mal zu mir rufen und dann halt mal Feenfüß einsetzen, dass die Wurst zu mir läuft. Hey! Der Wurst so läuft hinter der Wurst. Hey, halt, stopp! Ich schmeiß ihm eine Münze hin und lauf dann dem Dingens hinterher. Ja.
Oh. So. Da, der dritte Wagen. Ja, dann laufe ich da mal hin zu dem dritten Wagen. Gutachte auf dem Weg dahin die ganzen anderen Wagen. Ich gehört wohl auch zu diesen Pottwalen. Mhm. Ich nehme Marik mit. Du kennst dich bestimmt mit Zwergen aus, oder? Und zieh den so hinter mir her. Ja, ich komme wahrscheinlich gerade labernd aus dem Stall raus und renne dem anderen hinterher. Bin hier so richtig schön am Zutexten und sehe euch da dann auch da rauskomme. Ah, hallo Edsel, hier, das sind die Pottwale. Die spielen das wohl. Ah, hatte der nicht gesagt, die haben einen neuen Zwerg? Da wurde gestern irgendwas von erwähnt. Gestern hat das erwähnt, ne? Ja. Genau. Gut, du kennst dich doch auch mit Zwergen aus, ne? Und ich guck dich eindringlich an. Und ich sag dir so, ja, ungefähr so groß, lange Bärte, meist etwas stämmiger. Gut, komm mit. Ich gehe mit. Ja, ich hüpfe da derweil dem Kutscher hinterher. Ja, der bleibt dann vor dem Wagen stehen, meint so. So, reicht dir so ein kleines Beutelchen, klimpert so ein bisschen mit Münzen. Ihr kümmert euch um den da drin und sagt zu keinem ein Wort. Und seht zu, dass er wieder vernünftig wird. Ich guck mal in das Beutelchen. Sind ein paar Silbermünzen drin. Schnürst wieder zu, steck's ein und geh durch die Tür. Okay. Ja, ist halt ein Planwagen, ne? Eine richtige Tür. Ach so, hinten so durch die Plane hoch und. Ja. Im Schnips ist da eine Tür. Ja, also wenn du die Plane zurückschlägst, schlägt dir erstmal so der Geruch von Raubtierkäfig entgegen. Vielleicht auch so ein bisschen käsig. So die ein oder andere Fliege fliegt dir entgegen. Also ich mach mal so ein bisschen, also ich will gelüftet werden. Und auf so einem, auf so einer Art Pritsche oder sowas liegt halt eine kleine pummelige Gestalt. Bis überhin, also bis über den Kopf mit so einer Felldecke überworfen. Ich zieh mal die Felldecke weg und stups den an. Pieks, pieks, pieks. Hallo? Pieks, pieks, pieks. Langsam geht so ein Auge auf. Was? Wir sind hergeschickt worden. Wir sollen uns um dich kümmern. Pieks, pieks, pieks. Ah, lass mich schlafen. Zieht die Decke wieder rüber. Da schläft einer. Während sie da drin ist, den dann am malträtieren mit ihrem Finger, steht ja draußen immer noch dieser andere Kutscher wahrscheinlich. Mhm. Werter Herr, was ist denn genau das Problem mit dem Zwerg? Also der ist neu und der soll eigentlich spielen, aber naja, guckt rein. Fit ist er nicht. Er liegt dort und schläft. Ja, macht er schon die ganze Zeit. Aber er soll ja unser Läufer sein. Zwerge sind Sprinter, wisst ihr? Ja. Natürlich. Ja. Ich würde dann auch einfach mal reingehen. Ja. Wie gesagt, Raubtierkäfig. Ich verkneife mir das in die Ecke kotzen. Ja. Denke mir, so schlimm stinkt noch nicht mal mein Pferd, wenn es ihm schlecht geht. Ich habe die Salami unter der Nase. Würzig. Ich gucke aber, wie ist denn sein Name? Tugosch. Tugosch. Okay. Ja, reingehen. Werter Herr Tugosch. Ihr sollt morgen spielen. Seid wieder ihr so ein spielen? Auge auf.
Wer bist du denn? Ist das Spiel nicht erst in 10 Tagen? Nein, das Spiel ist morgen. Ja, gestern war es in 2 Tagen. Oh. Ja, ich verbeuge mich kurz. Ich bin Marek Kohlmann. Ich komme aus Beilung. Und ich habe gehört, ihr seid raus ein... hier! Ich habe gehört, ihr seid ein Sprinter. Und ihr sollt morgen spielen. Warte mal. Tastet so irgendwie so auf so eine Fass liegen so ein paar Pergamente, die so ein bisschen beschwert sind mit irgendwie halb angebissenem Obst. Zieht dann so ein Pergament raus. Beißt sich so den Finger und malt so ein paar Krickel irgendwie mit dem blutenden Finger auf das Bein. Hier, yeah, Autogramm, fertig, geh jetzt. Aha. Okay, vielen Dank für das. Ja, Wenn ihr morgen sprinten laufen sollt, dann solltet ihr euch jetzt mal ein bisschen frisch machen und aufstehen. Ja, das schaffe ich schon. Also ich könnte wetten, ihr schafft es nicht. Dann wett doch. Nachher lachen die alle über euch. Das ist bestimmt nicht angenehm. Das ist gar keine schlechte Idee. Herr Dugasch, ich wette mit euch. Mit mir? Ja. Auf was? Wir machen einen Wettkampf. Wir sprinten. Oh ja, ich mach mit. Ihr zwei. Ihr drei. Drei. Nee, keine Lust. Das heißt, ihr könnt das nicht. Geht dich doch nichts an. Angst zu verlieren. Nachher ist er so langsam, dann stellen sie nachher einen von uns ein und wir kriegen die ganze Kohle. Ha! Der Gewinner kriegt vom Verlierer, na, fangen wir mal klein an, 2 Bier. Dafür bewege ich ja nicht mal meinen dicken Zeh. Was würdet ihr denn vorschlagen als... Hey, ich krieg einen Dukaten die Woche von den Leuten hier. Denkst du, dann gehe ich für 2 Bier noch einen Sprint ein? Wenn ihr gewinnt, dürft ihr weiterschlafen. Dann lasst ihr mich in Ruhe. Wenn ihr verliert, dann darf der Gewinner, euren Platz ein. Dann kriegt ihr keine Dukate mehr. Naja, Moment, ich habe einen Vertrag. Naja, aber wenn die sehen, dass ihr gegen uns verliert, dann ist das schneller passé, als ihr gucken könnt. Das habt ihr ja nicht zu entscheiden. Nö. Ich kann aber selber träumend sein. Ich würde mich rumdrehen und dann beim Rausgehen so sagen, typisch Zwerge, versprechen immer mehr, wie sie halten können. Was war das? Und gehe damit raus. Ja, du natürlich mit greifst du, so greifst du wie nach diesem Birnenkitsch, der da irgendwie das Papier beschwert und schmeißt ihn dir so hinterher. Hör ich, dass das hier irgendwo nach was am Kram ist? Ja, ja. Dann würde ich ausweichen. Naja, der fliegt irgendwie an dir vorbei. Ja. Ich drehe mich dann nochmal rum, heb das Ding auf, werf's zurück und werfen könnt ihr auch nicht, kleiner Mann. Oh, Mann! Richtet sich so auf in seiner Kolie, quietscht und knarzt so ein bisschen. Hat halt Oberkörper frei überall, so richtig schöne Zwergenbehaarung. So, sich so ein bisschen so die Speisereste von gestern aus dem Bad. Was denn jetzt hier? Sprinten? Naja, gut, wenn es sein muss. Wo ist meine Hose? Ein Glück bin ich draußen. Ich glaube da oben. Naja. Komm ich nicht dran. Hol mal, du bist doch hier der Riese. Hol mir das mal. Ja. Hier. Brav. Die Hose ist irgendwie so steifer als sie muss. Wahrscheinlich elendig lange nicht gewaschen worden. Stotzt vor Dreck. So, wollt ihr jetzt zugucken, wie ich mich anziehe oder was? Ja, wir waren draußen. Ja, ist gut. Ah, endlich. Wie wir draußen sind, steht ja wahrscheinlich immer noch der Typ da. Mhm. Wenn dieser werte Zwerg herauskommt und gegen uns einen Sprint verrichtet, um euch zu zeigen, dass er fit ist für morgen. Der ist nicht fit. Ja, hätte ich doch gesehen. Wenn wir ihn fit bekommen,
Könntet ihr uns zusagen, dass wir das Spiel morgen anschauen können? Ja, sicher, klar, ihr könnt dann. Ich hier. Von mir aus. Seid jetzt ab sofort die Zwergen-Fitness-Trainer. Ich gucke die anderen beiden an. Ich habe es geschafft. Wir werden in das Stadion gelassen. Die Hetfrau hat einen Narren an dem gefressen. Was weiß ich warum. Aber wenn der nicht spielt morgen, oder wenn der scheiße spielt und wir verlieren, dann ist die Hölle los. Aber kurze Frage noch. Ihr habt doch eine reine Geweihte. Kann sie denn nichts tun? Beten, meint ihr? Ja, vielleicht ein Muntermacher oder so etwas. Ist verboten. Was, ihm einen Saft zu geben? Einen Saft schon, aber kein Muntermacher, wenn ihr versteht, was ich meine. Reine Geweihten reisen mit, um sicherzustellen, dass wir keine illegalen Mittelchen für uns nehmen und keiner verzaubert wird oder sonst irgendwas. Also ist die nur zur Kontrolle bei euch? Ja, und sie sorgt auch für die Gesundheit, also für das Obst, was wir kriegen. Also wir sollen immer Birnen essen, ich weiß jetzt nicht warum. Es ist gesund. Ja, und lecker. Sagt sie auch. Ja. Ja, wann hat er... Wollen wir mal einen Kuchen draus backt? Wann hat er denn das letzte Mal etwas getrunken? Ständig? Vielleicht sollte man das vorerst verbieten. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das machbar ist, aber... Er ist übrigens noch nicht rausgekommen aus dem Wagen. Ja. Okay, wir reden ja doch etwas länger schon. Ich drehe mich jetzt rum, mach die Plannummer so ein Stück auf und schrei jetzt rein. Hey, sie faules Stück! Sie kleiner, ist leer. Unholdiger Zwerg! Ja? Wagen ist leer. Wagen ist leer. Die Plane von vorne, also die auf der anderen Seite des Wagens, die Rose zum Kutschbock, ist so ein Tick offen. Er hat es zumindest herausgeschafft. Wir sollten ihn suchen gehen. Dreh mich rum und... Ihr habt den Zwerg verloren! Er wird nach vorne rennen. Genau, wird auch manchmal dann auf die andere Seite rum vom Wagen und dann auch mal nach vorne tapsen. Kann ja nicht so schwer sein. Ja. Fußspuren sind deutlich zu erkennen auf dem lehmigen Untergrund. Da ist jemand Richtung Taverne getapft. Wir folgen. Ja, ganz schnell. Kommt gerade rein und seht ihr den Zwerg wieder. Hey! Ja! Und im Tresen steht. Kein Bier für den Zwerg! Was? Klar geht Bier, hier! Nein, kein Bier für den Zwerg, der darf nicht, der muss erst laufen. Und auch kein Schnaps und auch kein Met. Kein Alkohol für den Zwerg. Ihr ja, schon wieder. Was denn noch? Ihr sollt laufen. Wir bin hier hingelaufen. Eurer persönlichen, wie sagte der, Fitnesstrainer. Mit was? Wir sollen überprüfen. Sprecht kein Horasi. Wir sollen schauen, dass ihr morgen laufen könnt. Und ihr habt gesagt, ihr wollt gegen uns sprinten, weil ihr ja ach so schnell seid. Kein Alkohol bis nach dem Spiel. Ich glaube nicht, dass ihr so schnell seid, wie ihr behauptet. Und die eine Dukate pro Woche seid ihr mit Sicherheit nicht wert. Das habt ihr zu entscheiden, oder was? Ja, weil wir die Trainer sind. Ja. Das bedeutet, ihr seid ein Hochstapler. Sagt wer? Wenn ihr euch nicht beweisen könnt, sagen wir das. Okay, laufen wir. Wohin? Wir gehen nach draußen und werden das besprechen. Noch mehr quatschen. Ja, ich gucke jetzt die anderen beiden an. Was läuft man denn bei so einem Imam? Keine Ahnung, wir sollten ihn mal vorschicken. Dann fragen wir den Wirt. Eine gerade Strecke, wahrscheinlich. Ja, aber wie weit? Das Stadion ist gerade.
Weiß ich nicht. So weit wie man kommt. So ein Imanfeld ist 140 mal 80 Schritt groß. Ja, das wissen wir aber nicht. Wenn ihr den Wirt fragt, wird er euch das sagen. Gut. Ich hätte sogar eher den Vorschlag, weil der, dass wir die Piraine-Geweihte. Lass uns doch die Piraine-Geweihte fragen. Sie wird sich mit Sicherheit damit auskennen. Sie hat doch gesehen, wie hier diese Stöcke behandelt werden und sie kennt sich mit Sicherheit aus. Sie wird uns dort bestimmt unterstützen können, wie so da gelaufen werden muss. Ja, sie soll sich einfach an eine Ziellinie stellen und wir laufen bis zu ihr. Das ist sehr gut. Ja, gesagt, getan. Rausgehen, die Piraine-Geweihte suchen. Moment, vielleicht passe ich in der Zeit auf den Zwerg auf, dass er nicht wieder verschwindet. Mach das. Geht ihr beiden nach draußen, Etzel und Marek, und Sina bleibt bei Tugosch. So. Und jetzt? Stehen wir hier rum und wie bestellt und nicht abgeholt. Krieg ich wenigstens was zu essen? Gibt's hier Käse? Wurst. Auch gut. Frühstück! Ja, Wirt kommt und stellt euch was zum Essen hin. Der Zwerg. Ja, also ich mache mich auch sehr genüsslich über das Frühstück, weil ich habe ja auch noch nichts gefrühstückt. Marek Honigbrot, bitte. Marek und Etzel sind draußen und suchen die Pereine Geweihte. Steht immer noch an dem und beaufsichtigt, wie der eine Typ, der mal noch Kisten in den Stall reinträgt. Vorsicht damit, das sind... Oh nein. Ach. Ja, ich, wieder zu ihr hingehen. Nochmal kurz verneigen. Pereine zum Gruße. Oh, ihr schon wieder. Rein zum Gruße. Wir gehören nun auch noch offiziell zum Team. Oh, das ist ja schön. Ja, wir sollten uns um diesen Torwart? Zwerg kümmern. Nein, wir kümmern uns um den Zwerg. Ach, schade. Ja, wir wollten mit dem Zwerg ein Wettrennen machen, um zu sehen, dass er auch bereit ist für morgen. Mhm. Jedoch haben wir keine Ahnung, wie groß so ein Spielfeld ist oder wie weit da gesprintet werden muss. Könntet ihr uns dort behilflich sein, dass wir mit dem Zwerg hier auf der Straße vielleicht etwas hoch und herunter laufen können? Naja, so ein Spielfeld ist 140 mal 80 Schritt groß. Und da wird rund gerannt oder? Meistens in geraden Linien. Okay, also 140 Schritt in die eine Richtung und dann gerade Linie. Ja, Etzel, dann würde ich sagen, gehst du, gucke, heb so einen Stein auf, leg ihn dahin, zieh damit auf dem Boden doch so eine Spur. Dann ist das hier jetzt der Start und dann gehst du jetzt mal 140 Schritte in diese Richtung. Ja, mache ich. Mach sehr kann große Etzel überhaupt Schritte. Zählen? Naja, gut, als Zimmermann ja, auf jeden doch, Fall. Ja, doch, ein bisschen. Ich gucke dann die Pereinige weiter an, die das ja wahrscheinlich begutachtet. Eher größere oder kleinere Schritte? Das ist von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich, aber ich denke in Skial eher größere als er hat. Okay. Ich rufe ihm hinterher, Etzel, machen wir mal 150. 92. Ach verdammt, ich fange noch mal an, Moment. Wenn er dann näher kommt, dann sag ich, die haben hier wahrscheinlich größere Schritte wie du. Mach doch vielleicht 150. Ja, ich versuch's. 1, 2, 3 und geh los. Währenddessen drin kriegt Sina einen dicken Zwergenröpser ins Gesicht. So. Dieses süße Brot mit der Wurst ist echt gut. Süßes Brot mit der Wurst? Ja, das, was du da hattest.
Mit der das Honigbrot. Mit der Wurst. Ja. Süß ist immer gut. Süß macht alles besser. So, jetzt noch ein ordentliches Bier und dann kann Nein, ich laufen. Kein Bier. Erst nach dem Spiel wieder. Aber ohne Bier kann ich nicht laufen. Dann musst du das lernen. Das geht nicht. Oh, Bier gibt es erst nach dem Spiel wieder, haben die gesagt. Und weil das nicht gut ist und du dadurch langsamer wirst. Das stimmt aber gar nicht. Ich werde schneller, wenn ich Bier trinke. Das stimmt gar nicht. Ich war gestern viel langsamer, als ich was getrunken habe. Ja, du. Na, jetzt gehen wir erstmal raus und gucken, wie weit die sind. Und dann läufst du erstmal. Aber ich habe Durst. Ich brauche auf jeden Fall noch was zu trinken. Ich gebe ihm einen Becher Wasser. Trinken, nicht waschen. Ich reiche ihm meinen Becher Milch. Na gut, bring was hinter uns. Stürzt die Milch so runter. Stoppt sich dann noch ein Stück Wurst hinterher. Blöder Nachgeschmack von dieser Milch. So. Dann vor die Tür, dann gucken wir mal, wie weit die sind. Nach dir! Oh, stritt so vor die Tür, so fasst sich so um seinen etwas dickeren Bauch. Ja, okay. Gegen wen laufe ich denn? Gegen mich als erstes und dann gegen... Gegen Frauen? Du kannst auch gegen uns beide gleichzeitig laufen. Das macht mehr Spaß. Wir laufen zu dritt. Na, von mir aus. Und danach auch noch gegen mich. Wir können auch zu viert laufen. Ja. Die Straße ist breit genug. Prima. Also, wer als erstes einmal bis da unten hin. Etzel hat da so einen Stock platziert. Mhm. Und wieder zurück. Wer als erstes hier wieder ankommt, hat gewonnen. Etzel ist der da, ja? Mhm. Ja. Red's nicht viel, oder? Nein. Sehr sympathisch. Klopft dir auf den Rücken. Wurst? Nein, danke. Entschuld. Das heißt, wenn ihr es nicht schafft, gegen uns zu gewinnen in diesem kurzen Sprint, seid ihr euer Geld nicht wert. Wir brauchen noch einen Schiedsrichter, der das Ganze begutachtet. Würde dann nochmal die Pereinige weiter herbeiwinken. Die freut sich. Wahrscheinlich. Ja, was kann ich für euch tun? Hättet ihr die unendliche Güte und würdest diesen kurzen Wettstreit für uns schiedsrichten? Wir werden bis dort unten hinlaufen und dann wieder zurück. Und wer als erstes wieder hier bei der Linie ankommt, ist der Gewinner. Wir hoffen natürlich für euch, dass es euer Zwerg ist. Ansonsten würde ich sagen, ist der sein Geld nicht wert. Ich dachte, ihr gehört zum Team, also es ist unser Zwerg. Unser Zwerg. Ja, natürlich hoffen wir, dass es unser Zwerg ist. Und nicht wir. Ja. Wir brauchen nur noch jemanden, der das Ganze auch da unten beobachtet, ja, dass auch ja jeder um diesen Stock herumläuft. Während Sina und Marek mit der Pereinige weiterreden, tippt der Tugosch so Etzel so an die Seite. Ey, du! Ja? Reicht dir so eine Münze? Wenn du mich gewinnen lässt, kriegst du die Münze. Ich guck mir die Münze mal an. Das ist eine Silbermünze. Nein, und ich gebe sie ihm zurück. G2. Nein. 3. Ich denke, du bist so ein guter Imanspieler. Okay, warte mal. Ich gebe dir 5 Silbermünzen und du läufst dem einen Typen in die Hacken, damit er fällt. Die Frau schaffe ich alleine. Nein, aber ich glaube, du schaffst die Frau ganz sicher nicht alleine. Okay, wie viel, damit du dem in die Hacken läufst? Ich laufe dem nicht in die Hacken. Ach, ich habe gedacht, du wärst ein Vernünftiger. Nein. Das läuft so nicht. Gut. Cool.
Ich würde es ihr dann weiter erklären. Sie ist dabei? Ja, ja. Okay, dann würde ich auch noch mal zu dem anderen Typ gehen, der uns beauftragt hat oder der gesagt hat, dass wir auch ein Teil des Teams nun sind. Ja. Werter Herr, wie war euer Name? Ja, Moment. Wulfric. Wulfric. Werter Herr Wulfric, ihr müsstet auch für uns diesen Wettlauf nun mit schiedsrichten, um zu sehen, ob der Zwerg sein Geld wert ist. Und was soll das bringen? Ich weiß jetzt schon, dass er das verliert. Ja, wir hoffen, dass er dadurch fitter wird. Ach so, ja, Lauftraining. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wir wollen ja auch, dass wir unser Geld wert sind. Kratzt mir dabei so selbst am Kopf. Für die Karten. Ja, wir kommen ins Stadion. Wir kommen ins Stadion. Ja, und ihr habt Geld gekriegt. Aber gut, Sina hat Geld gekriegt. Das haben wir ja vorher nicht gesehen, aber ist ja egal. ihr müsstet da vorne bei dem Stock stehen und müsstet darauf achten, jetzt? Dass jeder... Ihr jetzt, ja, dass jeder um diesen Stock herumläuft, weil wir rennen von hier dort unten herum und dann wieder zurück. Und wer als erstes hier oben wieder ankommt, hat gewonnen. Und wir hoffen, es ist der Zwerg. Ja, der Tugosch läuft jetzt auch zu dem hin und sagt, das steht übrigens nicht in meinem Vertrag. Ich mache das jetzt einmal mit und wenn ich das dann nochmal machen muss, dann kostet das extra. Das heißt, wenn ihr das so nicht einhalten könnt, das könnt ihr euren Vertrag nicht einhalten, dass ihr hier ein Sprinter seid, somit begeht ihr Vertragsbruch. Nix Sprinter, Läufer. Ja gut, dann ihr sollt ja laufen. Ja, während dem Spiel und nicht vorher. Ja, das nennt man Training. Das steht oder nicht in meinem Vertrag. Das nennt man, dass man eure Fähigkeiten auch einmal prüft. Ich weiß ja nicht, wie der das hier in Torwahl macht mit euren Verträgen, aber in meinem Vertrag steht nichts von Training. Ja gut, dann macht das halt jetzt einmal mit und dann darf der Mannschaftschef entscheiden, ob ihr vertragsbrüchig seid oder nicht. Steht wirklich nicht drin, aber wir haben immer gedacht, das braucht man nicht reinschreiben, das wäre selbstverständlich. Ja, dann könnt ihr halt keine Verträge aufsetzen. Ihr müsst das ist das Problem! Diese streckigen Zwerge haben uns übers Ohr gehauen. Ja, wie lange, da müsst ihr irgendwie anders schauen, dass ihr ihn jetzt, wir versuchen das jetzt erstmal und dann dürft ihr euch überlegen, wie ihr ihn aus eurem Vertrag herausbekommt. Ich kann da eh nicht, das ist, wie gesagt, Liebling der Hetfrau, warum auch immer. Ich weiß schon warum. So, ja, das ist jetzt unschlüssig. Dann könnt ihr ja trotzdem vielleicht beweisen, dass ihr etwas könnt. Sonst wirft es ja ein schlechtes Licht auf alle anderen Zwerge. Ja. Ja. Ja, dann los. Okay, wer gibt das Startzeichen? 1, 2, los, los, los! Für reine Geweihte. Oder ist er schon losgelaufen? Ist schon losgelaufen. Ja, ich bin dann... Das ist unfair! Moment, wo er losgesagt hat, bin ich hinterher. Ich war ja schon die ganze Zeit da so am Stehen und drauf am Warten, dass es endlich losgeht. Ja. Also ich ruf noch hinterher, das ist unfair und gibt dann aber auch richtig Fersengeld. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich laufe. Mhm. Bin ja, nicht hinterher. Ja, hinterher. Ja, vielleicht schauen wir mal, wie das Rennen vonstatten geht, wenn wir mal Karten ziehen, damit wir das immer heute machen. Irgendwie, ich meine, ist ja jetzt ein geradliniges Rennen, da wird jetzt nicht sonderlich viel groß passieren, aber mal gucken, was euch noch so einfällt. So, für die Leute, die neu dabei sind, die das nicht kennen, die Spielerinnen und Spieler ziehen Karten und interpretieren dann das, was auf den Karten zu sehen ist. Und ich sehe gerade, ich habe hier was bei Tweedies. Die vergessen ein. Da. Upp, besser ist das. So, wer war das? Südi macht über den Anfang. Okay. Ja, ist übrigens, es tut mir leid, die sind ein bisschen unscharf. Dies liegt an Roll20. Die kommen später, werden sie ein bisschen schärfer. Ich hoffe, das ist trotzdem halbwegs erkennbar, was das sein soll.
Oh, ein umgekehrter Phyron. Kälte und Erbarmungslosigkeit. Ach, du große Güte. Kannst du auch in das Google-Doc gucken für die weit kleineren Beschreibungen? Ja. Da kommt es jetzt. Ich würde sagen... Hetzjagd. Hetzjagd. Aber auch Behäbigkeit und Zerbrechlichkeit, Beschränkung. Das ist ja noch ein Kater von gestern, ne? Vielleicht. Ja, eben. Also, ich bin ja normalerweise so richtig gut im Sprinten und Weglaufen und dergleichen. Ne? Also, ich bin ja sonst wirklich richtig fix. Aber dieser Met gestern, also das war ich überhaupt nicht gewohnt. Also das hängt mir noch nach. Und ich mache einen richtig guten Start. Also hol den Zwerg auch noch ein, saus an dem vorbei. Und mit seiner Egomanie. Ja, aber. Halte dir einmal den Ellenbogen irgendwo hin. Und ich rutsch dann weg. Stolper noch irgendwie und komme dann so blöd mit dem Fuß auf, dass ich mich so der Länge nach hinlege und mir die Knie aufschlage. Und ja. Schauen wir mal, wie es Etzel ergeht, wenn er eine Karte. Ah. Gut. Ja, dann ich fluch erstmal hinterher. Ey, so geht das nicht. Und dann lege ich alles in den Sprint rein, um den einzuholen. Ja, ich bringe einfach meine gesamte Willenskraft auf, um... Eigentlich bin ich ja gar nicht der geborene Sprinter. Aber ich lege einfach alles in den Lauf rein, um irgendwie dem Zwerg zu zeigen, dass er einfach nicht fit ist. Und ja, drück mich an dem vorbei. Ja. Okay. Wie ein Sturm. Braust Etzel an dem Zwerg vorbei. Sieht's bei Marik aus? Na, dieselbe Karte wie bei Sina. Bist gemutet? Der Alkohol hängt auch mir tatsächlich noch in den Knochen, mal davon abgesehen, dass er einen Frühstart begangen hat, was nicht wirklich dolle ist. Marik gibt aber auf. Ich bin auf jeden Fall erbarmungslos genug, um da jetzt ihm wild tosend hinterher zu rennen. Was für mich jedoch sehr behäbig wirkt, weil also wirklich so auf besoffenen Magen zu laufen, ist keine gute Idee. Mir schmerzen sehr schnell die Knochen und würde ihn vielleicht irgendwie einholen, aber das war es wahrscheinlich auch schon. Und sehe dann natürlich auch noch, wie er Sina da den Haken gibt und denke mir so, nein, ich überhole ihn jetzt nicht, weil ich krieg das mit Sicherheit auch zu spüren. Ja. Und verlauf daher, wenn in einem größeren Bogen, wodurch ich definitiv langsamer bin. Ja. Also ihr wolltet ja irgendwie zum Wendemalen dann wieder zurück, ne? Und dann erreicht Etzel als erstes das Wendemal, dicht gefolgt von dem Zwerg, der durchaus, also das hätte man ihm jetzt ja gar nicht zugetraut, durchaus eine gute Geschwindigkeit an den Tag legt. Aber Etzel ist schneller, aufgrund dessen, dass er irgendwie einen größeren Beinabstand hat. Ja, Marik fällt zurück und Sina hat sich halt voll auf die Breite gelegt. Und Etzel, zieh mir auch mal eine Karte für das Wendemal. Kurz vor dem Zwerg erreichst du das Wendemal. Ja. Recht und Gerechtigkeit. Okay, ja. Dann bin ich natürlich erstmal dadurch, dass der versucht hat, mich zu bestechen. Das beflügelt mich noch mehr. Und ich lege nochmal alles rein und rufe ihm dann einfach bei dieser Wende zu,
Kommt schon, Herr Zwerg, zeigt mir, dass ihr wenigstens ein bisschen sprinten könnt. Ja, okay. Läufst um das Wendemal herum und der Zwerg läuft gar nicht genau drumherum, sondern toucht das nur so an und läuft dann so ganz schnell irgendwie auf zurück. Hat dadurch halt ein bisschen Zeit gut gemacht, allerdings es führt Etzel und dicht dahinter Marik. Ich auch nochmal eine Karte ziehen. Gerne. Los, los. Ja, okay. Schauen wir doch mal. Also das Unglück ist mir hold. Und zwar, wie ich dann doch hinter dem Zwerg dann auch an dem Wendemal da ankomme und sehe, wie er das nur da antatscht, sehe dann tatsächlich, dass ich selbst ja doch weit hinterher hinke, würde das dann auch versuchen wollen, so zu tun wie er. Mhm. Rutscht dabei irgendwo aber weg und falle dann seiner Heimtücke zugrunde und leg mich dann auch dahin. Wahrscheinlich hat er mir doch beim Vorbeilaufen irgendwo noch einen mitgegeben. Ja, pass auf, der hat Folgendes gemacht. Der ist irgendwie, hat kurz angetatscht, läuft dann irgendwie zurück, kurz in die Hose gefasst und hat so ein paar Murmeln ausgepackt, auf denen du ausgerutscht bist beim Wendemal. Ich wusste es. Es ist nur noch Etzel vorne, dicht gefolgt von dem Zwerg. Nochmal eine ziehen für die letzten paar Meter. Ha, Zwietracht. Ah. Vielleicht sollte ich die beim nächsten Mal alle mal vorladen. Es kann gut sein, dass die jetzt alle nach und nach laden. Und dann das ist vielleicht böse, das hier. Aber das ist der Egoismus. Genau, das ist der Egoismus und ich krieg vielleicht mit, dass die Murmeln da geworfen worden sind, irgendwie. Ja, ich sag mal so, ihr seid jetzt irgendwie auf der Höhe ungefähr, wo Sina eben hingefallen ist. Vielleicht liegt sie noch da. Passt sich so an die Knie. Dann gucke ich einfach noch zu Sina rüber. Tut mir leid, der Zwerg muss, der braucht eine Lektion und renn einfach weiter. Und versuche aber, wenn er tatsächlich nochmal an mich rankommt, den irgendwie noch einen Ellbogencheck zu geben oder irgendwie irgendwas zu machen. Das okay. Ist die Zerstörung, die da dabei ist. Ja, genau. Ja. Okay, also Etzel dreht sich um, macht so, holt mit dem Ellenbogen aus und das ist natürlich dann für einen Zwerg genau auf Kopfhöhe. Und so, es gibt einmal so einen Knack und der Zwerg fällt so hinten über so, und liegt dann so auf dem Rücken. Und da kommt's wieder, ja. Etzel läuft als erster durchs Ziel. Ich würde natürlich versuchen, mich auch hinten aufzurappeln und dann doch noch hinterher zu galoppieren, sage ich jetzt mal. Weil ich wahrscheinlich irgendwie mir doch den Fuß so ein bisschen verknackst habe und stolper dann so mehr hinterher. Geh dann aber direkt zu dem Zwerg. Ich dachte, es wäre ein rauer Sport. Aber dass man unfair spielt, das hätte ich euch jetzt nicht zugetraut. Ist denn unfair? Ich bin der Dritte gebrochen in der Nase, verdammt. Nein, ihr seid ihm eindeutig in den Arm gerannt. Ich habe es genau gesehen. Aber das können wir richten. Ich drehe mich auch mal um und guck mal, was ich da angerichtet habe. Okay, ich komme so langsam da so, ich rappel mich ja so ein bisschen hoch aus dem Dreck da raus und komme da einfach zugehumpelt. Ich habe mir so einen Stockloch genommen, worauf ich mich abstütze und komme da so ganz mitleiderregend auf euch zugehüppelt. Godzina, was ist passiert? Ich
gucke so runter und ihr seht so, meine Hose ist total offen und da so blutige Knie. Ich bin ziemlich aufgeschürft. Ich versuche dich irgendwie so ein bisschen zu stützen. Das kriegen wir wieder hin. Das kriegen wir wieder hin. Sie hat mich weggeschubst. Dann beuge ich mich so runter, habe ich mit ihm auch gemacht. Nicht so ein Grinsen. So ein Grinsen, was da so langsam leicht hervorlugt. Sehr gut. Kommt die Pereinige weiter auch? Die kommt hin und sagt dann, ein klarer Gewinner ist dann wohl Etzel. Ja, das heißt, dass der Zwerg eindeutig nicht fit ist. Und unfair. Aua. Und sein Geld nicht wert. Betrügt. Ja, also das ist jetzt natürlich schlecht für morgen. Also zu Pereinige weiterhin. Habt ihr vielleicht was für die Knie? Die tun weh. Oh, natürlich, klar. Kommt mit. Ein paar Verbände umlegen, das ist ja, sieht ja schlimm aus. Und nach seiner Nase sollte man auch schauen. Nicht, dass sich da was verändern was, würde. Was, die Nase geht's gut. Knack. Man kommt wahrscheinlich immer so ein kleiner Schwall Blut nochmal extra raus. Macht dann einmal so, schmiert sich das in den Bart. Das ist ja ekelig. Sitzt der noch auf dem Boden? Nee, der ist auch wieder aufgestanden. Okay. Dann reiche ich ihm trotzdem die Hand. Wohl gespielt, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Ebenfalls. Aber ihr seht, ihr müsst trainieren. Ich brauche nur einen Helm. Mit Helm wäre das nicht passiert. Ihr hättet mich auch so nicht eingeholt. Das weiß man nicht. Wenn ich das schon sage, ich bin nur ein Zimmermann. Ihr braucht Training und das wisst ihr. Ich hätte nur ein Bier gebraucht vor dem Star, aber die hat mich nicht trinken lassen. Das Bier hilft auch nicht. Das heißt, ihr wollt sagen, dass ihr mit Alkohol gegen diese ganzen Hühnen von Männern hier bestehen werdet? Ach, Größe wird überschätzt. Vasina! Ich will dich nicht mehr. Ich hätte euch dreimal überholt, wenn ihr mich nicht umgeschubst hättet. Ey, das gehört dazu. War ein ganz leichter Tackle. War nicht leicht. Wohl. Ich kann gar nicht mehr laufen. Dann müsste ich jetzt die ganze drei tragen und mit mir auf dem Rücken die Strecken laufen. Bitte was? Wenn ich nicht laufen kann, muss er mich tragen. Ihr seid schuld, also müsst ihr mich tragen. Das ist gar steht keine nicht in meinem schlechte Vertrag. Idee. Das wäre ein gutes Training. Aber ihr seht doch ein, dass ihr so in dieser Form, in der ihr nun seid, so nicht antreten könnt. Das heißt, wir könnten heute noch etwas tun dafür. Na gut, wenn es sein muss. Es muss sein. Dann werden wir das hier noch etwas mehr tun. Ohne irgendwelche Murmeln und anständig gegeneinander laufen. Ein paar Dehnübungen. Dehnübungen. Das lockert eure Muskeln, somit könnt ihr euch noch besser bewegen. Da habe ich schon mal von gehört. Werte Pereinegeweihte kann uns da mit Sicherheit noch weiterhelfen. Wird sich bestimmt mit so etwas auskennen. Sicherheit. Dehnübung. Ihr werdet das sehen. Ich wünschte. Ja, dann werden wir das tun. Ja gut, ist ja wahrscheinlich dann bei Sinan, ist sie da so ein bisschen am Verbinden. Mhm. Ziemlich ungehobelt, dieser Zwerg. Ja. Das liegt, glaube ich, in der Natur des Volkes. Wir hätten eine weitere Frage, und zwar, ich habe einmal davon gehört, dass es, also
es Dehnübungen gibt, womit man die Muskeln lockert, damit man besser laufen kann. Damit der Körper sich nicht zu sehr überanstrengt. Mag sein. Kennt ihr euch damit aus? Weiß nicht, also ich bin da jetzt keine Expertin für. Aber? Ja, so machen vielleicht. Ich mach das einfach mal alles nach. So wie die das davor macht, mache ich das nach und dann merke ich. Dann merke ich ja, wie die Muskeln dann doch beansprucht werden und ich sage jetzt mal normales Kampftraining so oder Training im Allgemeinen, auch was der, laufen. Der Zwerg kommt dazu, ach ihr Quatsch, ihr müsst so machen, macht dann so irgendwie so ein paar andere Dehnübungen. Ach so, ja dann zeig das mal nochmal. Na hier so. Machen wir das genauso nach, ich sporn ihn dann dazu an, dass er das vormacht. Wo trainiert denn der Rest der Mannschaft? Da kann der Zwerg doch sicherlich mittrainieren. Die trainieren wahrscheinlich da drüben, machen wir ein kleines Feld auf. Na siehst du, dann können wir doch gleich sehen, was die machen. Dann macht der Zwerg das einfach auch. Das ist eine sehr gute Idee. Wir gehen zu dem Rest der Mannschaft. Ja. Gut, dann wird der Zwerg auch, wenn ihr ihn dann so dahin triezt, auch am Mannschaftstraining teilnehmen. Man merkt schon, irgendwie, er hat schon irgendwie Talent für dieses Spiel. Also irgendwie, also ganz unfähig ist er nicht. Aber er ist halt faul, wie ein Stück Brot. Auf dem Weg dahin würde ich ihn aber noch fragen, was sollte das eigentlich mit diesem Pergament und diesem Autogramm von euch? Ja, ich hab gedacht, ihr werdet ein Fan. Und dann braucht man so ein Stück Pergament mit eurem Namen drauf? Wollen die mal haben, keine Ahnung warum. Ah. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal hingehen. Das hier kann man ja aber nicht lesen. Und holen Kohlestift raus. Könntet ihr auch anständig schreiben? Klar. Bitte. Ich gebe ihr mal so einen ganzen Stapel Papier und Stift. Wieso? Soll ich jetzt den ganzen... Ist das auch ein Training? Ja. Erst Handtraining, Hand-Augen-Koordination. Sollten wir das nicht vielleicht morgen machen und auf dem Weg... Nein, dahin, das gosh. Du gosh. Ich packe mir den Stapel ein, bis auf das eine, was Marek ihm gereicht hat. Ja, das ist ja auch noch mit seinem Blut verschmiert. Ich gehe zu dem Rest der Mannschaft auch mal noch hin. Alles Torwaller. Ja, ich lasse mir von jedem nach. Und begründe es natürlich. Wir sind nun auch Teil der Mannschaft. Wir sind die offiziellen Zwergentrainer. Ich hätte gerne von Ihnen den Namen. Ja. Ich auch. 10-mal bitte pro. Ja, lassen sich dazu tatsächlich zu überreden, ja. So, ich kratze mir verwundert am Kopf. Und nun, wird der Zwerg mit ins Training einsteigen? Los, Tugrosch. Ja, beim zweiten Training des Tages sieht man dann tatsächlich irgendwie, dass er auch ordentlich mitspielen kann. Vor allen Dingen ist er halt, dadurch, dass er so klein ist, immer in der Lage, halt irgendwie sich an den Leuten vorbeizumogeln und mit dem Imanschläger doch ein paar Schläge auszuteilen, die ihn auf dieser Höhe in ein paar, Regionen treffen, so Knie und er ist sehr gut da drin, so verborgene Schläge so auszuteilen und die anderen Spieler so ein bisschen zu malträtieren. Er ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler und er ist auch tatsächlich schnell auf einer ganz kurzen Strecke allerdings nur. So irgendwie so 10, 20 Schritt schnell und dann macht er so und dann, ja. Und auch im Umgang mit dem Ball ist er gar nicht so schlecht. Ist allerdings nach dieser Trainingseinheit klagen alle anderen Mitspieler über Knieschmerzen, weil er irgendwie jeden zwei oder dreimal vor die Knie gehauen hat mit dem Schläger. Und vielleicht zwei von denen haben sogar irgendwie hat er in den Unterleib getroffen oder so. Und die Pereine-Gewalt hat viel zu tun. Ja, Tugosch, bei einem Übung... Ach, ist doch gut gelaufen! Ich habe 2 Tore gemacht! Ja, ihr habt sehr gut gespielt, nur
Ihr dürft nicht vergessen, ihr seid ein Teil dieses Teams und wenn ihr eure eigenen Teamkameraden hier so malträtiert, könnt ihr dann nicht mehr mitspielen. Ist das vielleicht ungünstig? Soll ich jetzt richtig spielen oder nicht? Im Training sollt ihr vorsichtig spielen. War vorsichtig. Da sollt ihr vor allem eure Freunde nicht verletzen. Das macht man nicht. Weil nachher verliert ihr dann morgen. Was meint ihr, wie hoch die Chancen stehen, dass ihr morgen verliert? Gewinnt natürlich. Nicht sonderlich. Sind ja neu. Schwertfisch-Kjall. Ich habe gehört, ihr habt nicht mal eine Frau dabei, die mitspielt. Ich guck mich um. Ist da eine Frau dabei? Ja, bei Pottweil Prem spielen durchaus Torwallerinnen mit, klar. Ist mir auf den ersten Blick nicht aufgefallen. Ja, das wird es natürlich sein. Aber das heißt, ihr könnt morgen richtig spielen, aber versucht bei einem Übungsspiel oder bei dem Training eure eigenen Mitspieler nicht zu verletzen. Prima, kriege ich jetzt ein Bier? Nach dem eins Spiel. Eins kann er vielleicht trinken vorher. Wohl. Vielleicht nur eines. Ich mag sie. Als Belohnung fürs Training. Ja, eins wird gehen. Aber nicht mehr vor morgen. Nach dem Spiel, wenn ihr gewonnen habt, dürft ihr euch dann zulaufen lassen. Wenn ihr verloren habt, dann kriegt er gar nichts. Bis zum nächsten Spiel, bis er gewinnt. Fürchterlich. Ihr seid echt streng. Wir wollen nur das Beste aus euch herausholen. Gut. Ja. Aber ihr müsst zugeben, dass mit dem Laufen hat schon ganz gut funktioniert. Ja, ihr wart auch hier in den Trainingsspielen wesentlich besser. Und habt ihr auch gemerkt, nach den Übungen wart ihr wesentlich flinker und flexibler. Wenn ihr das immer vorher macht, ist es auch muskelschonender. Ja, der Wulfric kommt dann nochmal so zu Marek. Es war sehr gut, dass ich euch angeheuert habe. So klar bei Verstand und so agil war er noch nie. Zumindest weiß ich jetzt, wo wir ihn einsetzen können. Das ist sehr, sehr gut für euch. Aber solange wir morgen in das Stadion kommen und dann ist das schon sehr schön. Ihr kommt einfach mit uns mit. Ja, natürlich. Wir sind ein Teil des Teams. Ich zeig wieder so auf den Schal. Richtig. Hier könnt ihr auch einen vernünftigen Schal kriegen, nicht nur so einen nachgemachten. Vielleicht ein Trikot. Ein Betreuerhemd. Das wäre natürlich wunderbar. Ist das bunt? Ach, rot-weiß wahrscheinlich, ne? Ja. Und mit Sicherheit, keine Ahnung, so fünf Nummern zu groß gefühlt. Ja. Ja, das kann ich wahrscheinlich als Kleid tragen, wenn ich mir so einen Gürtel drum binde. Jeder von uns so ein Nachthemd an. Gut, morgen früh fahren wir die Planwagen rein nach Skjall und dann haben wir das Spiel. Vielleicht ein Training noch auf dem Rasen des Stadions. Das bekommen wir hin. Ich werde auf jeden Fall hinterher reiten und gucken in die anderen beiden an. Ihr habt mit Sicherheit noch Platz auf dem Planwagen, dass sie. Beim Zwerg mit, denke ich. Ja. Natürlich. Wir passen auf, dass da nicht mehr trinkt. Mehr trinkt als dieses eine. Ich reite hinterher. Gut. Ja. Dann schlaft ihr noch eine Nacht in diesem Weiler. Und am nächsten Morgen gibt es ein ordentliches Frühstück für Sina wieder. Ohne Käse. Yeah! Mit Honigbrot. Und diesmal und auch ohne Salami. Kater. Ja, und ihr fahrt tatsächlich nach Skjall in die Stadt rein und in das kleine Stadion kann man es kaum, es ist halt ein Sportplatz. Man hat große Zäune aufgebaut, damit nicht immer jeder reinkommt, und kleine Tribünen aufgebaut und
Dann könnt ihr noch ein letztes Training abhalten mit dem mit Tugosch, den anderen. Wollt ihr irgendwas Besonderes mit ihm eintrainieren? Nur laufen. Nee, Ausdauertraining wäre besser, damit er auch mal länger laufen kann. Brauche gar nicht mehr länger. 20 Schritt und dann kriege ich den Ball und dann geht der Ball da. Ja, ja. Aber einmal 20, aber du machst ja nicht nur einmal 20 Schritt, so ein Spiel dauert ja länger als. Bleib einfach in der Mitte stehen. Nee, das geht nicht. Warum also nicht? Ich hab mich da gestern Abend noch mit Etzel unterhalten. Ja. Und ihr könnt an eurem leichten Schwung aus dem Handgelenk noch etwas mehr tun. Er als Zimmermann schwingt seinen Hammer also etwas flüssiger wie ihr. Und damit könnt ihr vielleicht, wenn da gerade keiner schaut, den anderen besser unters Knie hauen. Vielleicht sollte ihr euch das nochmal zeigen. Ja, zeig mir das mal, Etzel. Was für ein Schwung mit dem Hammer. Ja, pass auf, wenn du den ein bisschen, also ich habe mir die Schläger mal angeguckt. Ja. Wenn du so ein kleines bisschen drehst, dann triffst du genau mit dieser Ecke unter die Kniescheibe. Lass es mal probieren. Nein. Hier, der eine Laufbursche da hinten, dem können wir üben. Nein. Das solltet ihr nur in dem Spiel anwenden. Da, aber ich muss das auch üben. Ihr solltet euch dabei auch nicht... Moment. Ich hole mir mal irgendwie so eine alte Stoffsäcke, nehme ein bisschen Stroh aus dem Stall und hänge die dann da mal so irgendwo drüber. Da, kommt er. Ja, genau. Hier, guck mal. Wenn so das Knie ist, dann hau mal normal drauf, wie du das sonst mir so ein tust. Knie da drauf malen. Na klar. Mal da in deinem Knie drauf. Dann übt er mit Etzel gemeinsam irgendwie verdeckte Schläge gegen das Knie. Aber nicht zu oft, sonst fällt's auf. Wulfric meint so irgendwie zu Marek, als ihr das so begutachtet, so an der Seite, jetzt verstehe ich langsam, warum man ihn Kniebrecher Tugosch nennt. Ich auch. Vielleicht ist er doch nützlich. Mit Sicherheit, wenn ihr ihn so weiter anspornt, dann sollte das auch funktionieren. Prima. Ja, dann kommt der Spieltag. Quasi die andere Mannschaft kommt ein. Die haben tatsächlich keine Frau dabei. Ja, alles nur Männer. Und sind alle in weiß und blau gekleidet. Trainieren okay. Dann auch nochmal. Sieht irgendwie, ja, also. Das fachgerechte Auge von Marek, Etzel und Sina sagt ihnen, sie sind euch unterlegen. Auch wenn der Zwerg nicht mitspielt. Also gerade wenn der Zwerg nicht mitspielt. Ja, da fehlt der weibliche Touch. Ja, die sind halt, die haben halt nicht diese agilen Mittelfeldspielerinnen, ja. Ottweil Prem hat. Ich würde trotzdem einfach mal mit ganz absolut geschätztem Auge versuchen wollen zu gucken. Ich würde dafür jetzt aber auch gerne mal eine Karte ziehen. Ob ich da erkennen kann, wer wirklich super gut ist. Boah. Dann dachte ich jetzt, die Beste dafür war. Also, Vitalität. Zusammenhalt, Lebendigkeit. Du kannst gucken, wer am lebendigsten aussieht. Die Zähigkeit, und die ja. Und wer am vitalsten ist. Hm. Ja. Also, ich würde halt tatsächlich schauen, wer da noch am stärksten und am fittesten ist von denen. Ja? Mhm. Wer da wirklich durch Zähigkeit heraussticht. Ja. Wo er dann, dass man den schon mal gucken kann, wer da die besten Vitalitäten mit sich bringt. Ja, also der Starspieler von dem ist ganz klar der Orm Herjolfsson. Und dann schaue ich auch mal noch nach, ob man da irgendwie halt sehen kann, weiß nicht, ob der irgendwo eine kleine Schwäche hat oder so, die dann Tugrosch da besser ausnutzen kann gegen den, dass er den vielleicht schneller ausnockt.
Und würde es ihm das natürlich, oder wird das der Mannschaft dann, da wird ja mit Sicherheit nochmal so eine Besprechung vorher nochmal sein, wenn nicht, berufen wir die an. Ja, wir sind hier jetzt Teambetreuer, ja. Zwergenbetreuer, wie man es jetzt will, und würde das dann kundtun. Wo sind denn die Süßigkeiten? Die Süßigkeiten? Ich habe gehört, bei Immanspielen gibt es immer ganz viele Süßigkeiten. Da gehen Leute die Gänge lang und an den Tribünen und verkaufen Süßigkeiten. Keine Ahnung. Ihr nicht? Ihr nicht. Vielleicht, weil das hier so ein kleines Stadion ist. Beobachte ganz genau die Tribüne und ob da irgendwelche Leute mit Süßigkeiten langlaufen. Oh, ist die ziemlich leer. Vielleicht kommt das noch, wenn das Spiel beginnt. Schau hoffnungsvoll weiter durch die Tribüne. Während der Besprechung trinken dann einige von so irgendwie noch sich noch ein bisschen fit, also irgendwie, damit sie fitter werden, irgendwie vom Training müssen wir ja irgendwie ein bisschen Wasser zu sich nehmen. Stattdessen trinken die allerdings so ein komisches Saftgebräu, was die Pereine Geweihte da zusammengemixt hat. Ich probiere mal was. Saft ist bestimmt süß. Ja, Saft ist süß, genau. Ist irgendwas, so einen birnigen Geschmack hast du im Mund. Ich trinke ein paar Becher davon. Okay. Ja, dann... Ich würde mal zu der Pereine Geweihten gehen. Mhm. Sagt, warum eigentlich Birne? Ich sehe hier gesund Birnen, der Saft ist Birne. Gesund? Ja. Ich aber... bin Spezialistin für Birnen. Gut. Birnenspezialistin, alles klar. Das macht doch alles. Und die sind sehr gut geeignet als Fitnessdrink. Muss sie mit etwas Wasser mischen und dann ein paar natürlich legale Ingredienzien zumischen und dann... Und Honig! Das habe ich bis jetzt noch nicht probiert, aber könnte man, ja. Gut. Ich kam in meiner Tasche und tue ein bisschen Honig rein. Seht hier, also hier, könnt das gerne lernen. Also hier das Wasser und da die Birnen, die müssen wir zermatschen. Sollen wir mal gemeinsam? Haben Sie das schon mal mit Äpfeln versucht? Ja, aber das ist... Die Äpfel haben einfach eine andere Wirkung als die Birnen. Okay. Und es schmeckt auch Birnen anders. Sind süßer. Richtig, ja. Ja. Äpfel sind eher was für nachher. Verstehe. So, füllt sie so irgendwie Zeug ab und so. Und Etzel fällt aber auf, dass das Wasser ein bisschen merkwürdig aussieht, was sie da abfüllt. Also was sie zum Mischen benutzt. Was ist denn das für Wasser? Was ist das für Wasser? Ja, das haben die uns hier angeliefert. Wasser halt. Moment mal. Ein bisschen brackig, ne? Sieht irgendwie komisch aus. Ich riech mal dran. Setzt sich so, ihr seid so ein kleines Monokel, setzt sich das auf. Ah! Jetzt erkenne ich das. Ihr nennt das ja voll. Ne, das hätte ich ja gar. Nein. Probiert so ein bisschen. Pah! Das ist ja eklig. Das heißt, wir brauchen ein anderes Wasser. Das Fass auf und so. Und das Ganze. Ne, das Wasser ist ja verdorben. Wer hat denn davon schon getrunken? Ich nehme gerade den Becher wieder so. Haben die Spieler Sina wird auch gerade schon so ein bisschen übel vom Magen her. Oh, wie schlecht. Ja, in dem Moment kommt Wulfric auch die irgendwie zum Planwagen rüber und meint dann so, da ist was in der Spielerkabine, die übergeben sich. Ja, die haben alle Dreckwasser getrunken. Was machen wir denn jetzt?
Es gibt Bauchschmerzen geben. Das gegnerische Team wollte die Mannschaft vergiften. Verdammt. Ich hätte hier aber aufpassen müssen. Hätte ich mal früher meine Brille aufgezogen. Kann mit so einer Heimtücke der Rechner. Ja, hier vom örtlichen Ein. So, also wir müssen jetzt neues Wasser besorgen und ihr kümmert euch gegen irgendwas. Das Spiel ist jetzt gleich schon. Verdammt, uns fehlen mindestens 2 Spieler. Ihr müsst doch wissen, was man gegen Übelkeit macht. Ja, klar, aber das... Hier, nimm das da. Ich versuch das mal, was sie mir da gegeben hat. So ein Blatt zum drauf rumkauen. Kau ich mal. Das ist vielleicht bitter. Das ist bitter. Hilft aber relativ fix. Bei mir ist nicht mehr schlecht. Nur noch leicht unwohl. Okay, dann lassen wir die Mannschaft sich erstmal auskotzen. Dann darf jeder hier noch drauf rumkauen. Dann gibt's noch ein bisschen Birne so zum Essen und auch Brot. Damit was im Magen ist. Dass man wieder auskotzen kann, hervorragend. Gildo und Marek können auf keinen Fall weiterspielen, so wie die sich gerade ausgekotzt haben. Es fehlt jetzt ein Torhüter und ein Verteidiger. Tja, Marek Etzel. Okay, kann was? Man... Nein. Wir wissen jetzt, und auf jeden Fall müssen wir den Zwerg aufstellen. Ich hatte eigentlich geplant, ihn nur 2 Minuten spielen zu lassen, aber gut. Wenn ihr uns erklärt, wie das geht, aber... Ihr habt doch zugeguckt, ihr könnt es doch wohl jetzt... Stellt euch einfach da hin und verhindert, dass irgendein Ball durch das Tor kommt. Egal wie. Ja, egal wie. Ich guck Etzel an. Das schaffen wir. Meinst du? Ja, bestimmt. Ich geh an mein Pferd. Ich habe noch eine komplette Lederrüstung dabei. Ja. Die ziehe ich an. Ja. Mit Helm und allem. Hab ja dann immer noch dieses Kleid in den Teamfarben. Werf mir das dann drüber. Bind das noch irgendwie dann fest. Zieh ein paar Handschuhe an, nehme auch so einen Stock. Ich gehe ins Tor. Nein. Wäre das nicht umgekehrt besser, wenn in der größeren Tor hinter dir. Der ist größer, der füllt ja das Tor schon mehr aus. Ich bleib definitiv hinter dir. Ich hab sowas wie eine Rüstung nicht. Also. Okay, darf man denn auch als, wie sagtet ihr, Abwehrspieler hier, egal wie, aufhalten? Klar. Okay. Gibt keine großen Regeln. Hauptsache, der Ball geht über das Tor. Und der Ball, wenn er jetzt ausgeht, dann musst du aufhören zu spielen. Das kriegen wir hin. Ich nehme jetzt mal auch einen dieser Schläger das erste Mal so wirklich in die Hand. Nimm da mal einen dieser Bälle und, werft den einfach mal so hoch und schlagt da mal dagegen. Ist halt, ist halt eine Mischung aus Lacrosse und irgendwie Baseball oder sowas. Ja. Das ist erstaunlich einfach. Jetzt musst du nur aufpassen, dass euch kein Schläger trifft. Das ist ja wie bei den Schwertkampfübungen damals. Und schwing diesen Stock so ein bisschen, als ob ich ein Schwert in der Hand hätte. Das kann ich ja wenigstens zumindest. Und das kriege ich hin. Prima. Geht's euch wieder gut, Sine? Ja, die Übelkeit ist weg. Ich kann anfeuern. Ja, und wir brauchen neu gemischtes Saftzeug. Ich helfe beim Mischen. Prima.
Ja, so kam es, dass Etzel und Marek einmal bei Pottwal Brehm mitspielen dürfen. Das ist eine ganz tolle Idee. Ja. Man sieht auch sofort, ihr habt nicht so wunderlich viel Ahnung von dem Spiel, aber gut, die anderen... Mit Schwung gegen den Ball weg. Egal, wird nicht gepasst und gar nichts, einfach nur weg. Der irgendwie der Mannschaftskapitän, der Jagard Jetsam, der wird euch nochmal sagen, irgendwie, okay, der Ball über der Torlatte gibt einen Punkt, unter der Torlatte gibt 3 Punkte, also lieber unter die Torlatte. Okay. Als ihr mal da hinkommen solltet. Aber ihr versucht eher, jeden zu versohlen, der versucht, an uns vorbeizulaufen. Klar, das kriegen wir hin und ich gucke mir mal diese ganzen Torwarte da an. Ich bin so voller Adrenalin, ich stehe da und leicht Schaum vorm Mund. So aufgerieben. Voll in Stimmung für ein Tugor Spiel. Tugor steht so neben dir. Hey, hab ich gar nicht einfach von dir erwartet. Ich mische mich so ein bisschen unter die Tribünen, halte nach Süßigkeitverkäufern aus. Tatsächlich welche rum, die so Süßigkeiten verkaufen. Ja. Und nach schönen bunten Dingen, die irgendwelche Leute an sich dranhängen haben, die, nein, so eher was Wertvolleres und Schönes, Buntes, was ich dann so einsammle, um dann meine Süßigkeiten damit zu bezahlen. Ach so. Ja, sieh mal eine Karte. Guck mal, wie das funktioniert. So, und dann versuche ich auch noch, diese Unterschriften zu verkaufen. Die geben schon auch viel Geld. Die bringen garantiert Geld, ja. Ernte, also klar. Ich ernte die Früchte meiner Anstrengungen. Also, die Leute sind so abgelenkt von diesem wunderbaren Spiel. Sind denn diese neuen Spieler da? Die sind aber klein. 3 Stück voll klein. 3 Zwerge haben sie aufgestellt. Oh, das dachte, sie hätten nur einen Zwerg. Stößt das nicht gegen die Regel, dass man nur einen Zwerg einsetzen darf? Und sofort gefachsimpelt und Sina kann das ausnutzen, um Dinge einzusammeln. Und dann hier Unterschriften, Mannschaft von der Mannschaft. Unterschriften, nur 5 Silber das Stück. Ja, ein sehr eindrückliches Geschäft, ja. Währenddessen geht auf dem Feld das Spiel los. Ich habe ja von jedem 10 Unterschriften. Ja. Tatsächlich rollt ziemlich schnell der kleine Korkball, weil sich ein Spieler von euch und ein gegnerischer Spieler am Anstoßpunkt gekloppt haben und den Ball außer Acht gelassen haben, rollt der ziemlich unverrichteter Dinge vor Mareks Füße. Im vollen Arm ausholen und mit langer Spitze da dagegen zimmern. Richtung anderes Tor. Die Karte. Besser als jedes NFL-Spiel. Ja. Er hat so ein bisschen was vom Golf jetzt. Ja. Ist was von Eishockey. Ja. Leid und Pestilenz. So muss das sein. So, Leute, lass mich mal gucken. Also durch Mord. Durch diese Gefahr und diese Mordlust, die da entsteht, die mich ja schon ebenso angestachelt hat, hole ich eigentlich nur aus und zimmer auf diesen Ball wild ein. Ja, du und klopfst ihn quasi so in den Boden. Noch so ziemlich auf jeden, der irgendwie näher kommt. Ich achte dabei nicht mehr auf Farben, ob rot oder blau. Ja, da wird einfach nur noch wild hin und her, bis sie mich vielleicht tatsächlich mal dann davon weggeschubst haben oder so. Ja, irgendjemand wird dich dann tatsächlich irgendwann mal umtackeln. Und der Ball fliegt in großem Bogen Richtung Tor, wo Etzel dann da steht. Dann versuche ich einfach den,
Ich bin der Zimmermann und ja, ich versuche einfach mal so einen Schwung irgendwie einfach den Ball zu treffen, dass der irgendwo hingeht. Hoffentlich nicht auf Mareks Hinterkopf. Super geil. Aversion und Zügellosigkeit, ja, also. ja. Ausgelaugt, genau, ausgelaugt halt. Was steht da? Entnervend? Sinnestäuschung ist ja auch sehr schön. Entnervend. Ach, entnervend. Betonung ist wichtig. Sadismus. Sinnestäuschung, ne? Kapitulation. Ich gebe auf. Ja, so Duck in ungefähr. Also, Cover, Duck in Cover. dann kommt der Ball Der geflogen. Ball Eigentlich kommt. wolltest du ihn schlagen. Ja, genau, so ungefähr. Also da kommen dann wahrscheinlich auch so zwei, drei von den Spielern auf mich zu. Und Die ich haben auch mache nur tatsächlich einen Hurra. Halborg und bei ihnen, als er mitspielt. Gottes Willen, dann mache ich nur noch so, hau wild um mich und treffe wahrscheinlich gar nichts. Ja, der Ball geht an dir Und vorbei unter die Torlatte und es steht 3 zu 0 für Schwertfisch Skjal. Die Leute jubeln und Sina noch. Das ist ja einfach hier. muss häufiger mal zu solchen Spielen gehen. Schon fast langweilig, gell? Die Leute gehen, die Spieler laufen dann zu Ätzeln. Du musst schon gegen den Ball spielen, nicht dich davor, der wegducken. Da war ein Halborg. Ja, das ist der Spieler von denen. Ich versuch's. Ja, ich weiß, er sieht etwas bedrohlich aus, meint Tugosch. Aber einmal gegen die Knie und es ist nur noch halb so groß. Ich versuch's. Ich versuch's mir zu merken. Ja, doch. Vielleicht sollten wir ihn Das als Läufer stimmt. einsetzen. Er war ziemlich schnell. Und ihr Marek, nicht auf den Ball drauf, dass er im Boden drin ist, sondern den Ball rüber zu den anderen spielen. Okay. Alles klar. Dann gibt es wieder einen Anstoß und einer eurer Spieler wird dann sehr schnell in die Zange genommen und verliert den Ball. Und auf Marek und Etzel, die so nebeneinander stehen jetzt, läuft einer, der so den Ball auf seinem Stab balanciert, irgendwie läuft auf euch zu. Ich gucke Etzel an, gucke ihren Spieler wieder an, hebe meinen Stock, schreie und laufe los. Und will irgendwie nach diesem Ball oder nach diesem Spieler schlagen. Ja, Jetzt geht auf Kniehöhe. das nehme ich mir zum Vorbild und renne hinterher und versuche einfach irgendwie in den Spieler reinzuspringen. Ja, Ja. wir nehmen ihn doppelt in die Zange. Genau, macht mal eine Karte für eure gemeinschaftliche Aktion, könnt ihr dann zusammen überlegen, was er macht mit dem. Ja, mach du. Okay, jetzt bin ich es. Bist du es schuld, ja. Oh, Zweikampf! Wir Ja, kämpfen zu aber zweit. Seite an Seite, klar, das ist Wir rennen auf Ja, ihn zu wie also. Blitz und Donner. So nennt sich der Spielzug wahrscheinlich. Ja. Also bin ich eher der Blitz und er ist der Donner, der zuschlägt. Blitzschnell schlagen wir den Ball von seinem Stock herunter und So. donnern in ihn herein und lassen ihn links, rücklings auf den Boden fallen. Ja, Marek und Etzel tackeln ihn so von zwei Seiten weg. Währenddessen nimmt dann Tugosch den Ball auf und sprintet wie ein kleiner Zwergensprinter, wie er nun mal ist, Richtung Tor und befördert den Ball leider nicht unter, sondern über die Latte, weil er nicht richtig gezielt hat, aber ein 3 zu 1. Dann gehe ich danach zu Tugrosch und sage, da war aber mehr drin. Hau ihm dann so im Vorbeigehen auf die Schulter, das nächste Mal aber besser. Hätte es ja mitlaufen können. Ich war beschäftigt. Wollte nochmal passen, aber es hat keiner mitgelaufen. Ja, der nächste Anstoß.
der Halborg kriegt den Ball und ist jetzt flankiert von Zweien, die haben jetzt gemerkt, dass ihr, wenn einer auf euch zuläuft, dass ihr den in die Zange nimmt, deswegen wird er jetzt flankiert von zwei bulligen Torwallern, die so ihren Schlägern da so stehen. Auf sie mit Gebrüll! Du gehst von vorne rauf, ich versuche von hinten ranzukommen. Dann auf. Ja, ich würde noch mal eine Karte ziehen jetzt. Landet eh wieder auf dem Kopf. Das war bis jetzt die ganze Zeit so. Hoch, runter. Ich sag's ja. Okay, mit absolutem Starrsinn renne ich einfach nur tyrannisch und blindlings auf diesen Halborg in der Mitte zu und habe absolut vergessen, was wir vorher besprochen haben. Ja, die ist Arglist. Ja, und die beiden anderen machen einmal so, laufen quasi in dich rein, quetschen den kleinen Marek quasi zwischen sich ein. So, das macht dann so Krieg. Muss wahrscheinlich den Schläger loslassen, aber Etzel. Ja, ich bin ja leichtgläubig und hab gedacht, es wäre eine gute Idee, von hinten ranzukommen. Und renne den jetzt hinterher und versuche den noch irgendwie meinen Stock zwischen die Beine zu werfen, aber ja. Wahrscheinlich sind die schneller als ich. Ja, Würfel, was heißt Würfel? Haha, sieh mal eine Karte. Achso, okay, ich dachte, das wäre die gleiche, dann unsere alte eine, okay. Jawohl. Gut, ja. Ja. Verantwortungsvoll, das, wie er ist. Genau, verantwortungsvoll, wie ich bin. Kommt eine Belohnung dafür, genau. Du verlierst nicht das Gleichgewicht. Ich verliere nicht das Gleichgewicht, als ich eben dann hinter denen herhetze und dann stecke ich den einfach meinen Schläger so zwischen die Beine und bringe die dann irgendwie zu Fall. Ja, der Ball kullert nach vorne weg und einer eurer Spieler nutzt die Gelegenheit und passt den nach vorne. Wo Tugosch wieder steht, den Ball annimmt, sich umguckt und dann einen Schlag von einem Schläger kriegt und vorne übergibt. Die beiden, die Marek in die Zange genommen haben, lassen von ihm ab und laufen Richtung Ball. Dann laufe ich doch mal hinterher und versuche irgendwie da dran zu kommen, wenn da kein anderer mehr von uns ist. Was macht Sina währenddessen? Einfach nur pflücken oder? Nein, also ja natürlich, also dabei bin ich ja dann noch irgendwann sicherlich mal fertig. Die Taschen voll. Ich habe die Taschen voll, die werde ich jetzt auch mal in Sicherheit bringen, also mit meinem Beutelchen, damit es dann auch nicht wegkommt. Und bin dann natürlich auch mal wieder an denen am Zuhören. Ja, und dann werde ich mich auch zusetzen, mir nochmal so ein paar Zettel rausholen und dann da auf dem einen Marek und auf dem anderen Etzel draufschreiben. Die neuen Spieler. Genau! Seid die Ersten, die ein Autogramm haben von ihnen. Ne? Aber so gut sind die bis jetzt nicht. Ja, dann werden sie wahrscheinlich auch, vielleicht werden sie ja gar nicht so lange bleiben, dann habt ihr die Chance, eine Rarität in den Händen zu halten. Wahrscheinlich gibt es dann später gar keine Unterschriften mehr von denen. So, ja dann? Ja, nur 7 Silber das Stück. Ein ganzer Monatslohn. Buchpreise hier. Das ist für eine Rarität. Also ich meine, die kriegt ihr nirgendwo mehr. Nur hier, nur heute. Ja, währenddessen läuft Marek Richtung Ball. Ja, ich bin ja doch noch ziemlich... Jetzt ja auch, oder nicht? Ja, wir sind ja beide sehr schnell. So ist es ja. Haben wir schon festgestellt, ja. Wir sind ja auch flinker wie die Torwaller. Das heißt, wir und auch ziemlich klein noch. Das heißt, wir können ja genauso wie. Duck dich so einen Schlag weg. Ja. Genau, wie Tugosch, dem haben wir ja auch jetzt so ein bisschen zugeguckt und sehen, wie er da so flink sich durchstuckt. Feinstes Zwergenplay hier. Ja. Nur noch ein bisschen schmaler. Und würden dann auch natürlich versuchen, an den Ball zu gelangen und dann vielleicht zu dem Kapitän oder so zu passen, der ja sich wahrscheinlich taktisch freigespielt hat. Ja. Ja, dann wird er den Ball über die Latte befördern und ihr führt 4-3.
Meinst du unter die Latte? Unter die Latte, ja, genau. seht ihr die neuen Spieler? Ja, ein Autogramm für euch. Hab ich's nicht gesagt? Das Tor hat doch Jagad Jazam geschrieben. Hast du was von dem? Eins habe ich noch. Schnell noch so draufschreiben. Klassisch abgemalt. Abgepaust. Ja, zieh doch mal eine Karte, ob das irgendeinem auffällt. Was du da machst. Das passt gerade zu. Naja. Also das bei vielleicht das von dem Marek und Etzel das sicherlich nicht, aber das Autogramm von dem das, ja, das scheint dann doch irgendwie bekannter zu sein und da fällt das natürlich ja, also ich habe dann den Schwung der Buchstaben nicht ganz so schön hinbekommen. Und ich würde sagen, das fällt da einem Fan doch auf und der dann ziemlich sauer wird, obgleich er da nicht da ein Originalunterschrift bekommt. Oh, doch der umgekehrte Ingerim. Und ja, ich versuche mich dann auch, dass ich merke, dass der so gerade dann dabei sich vielleicht dann auf mich zu stürzen, ziemlich sauer, mich dann da irgendwie von denen wegzurennen. So ja, versucht dich so zu kaschen, erwischt aber einen anderen, der gerade irgendwie, als du dich wegduckst, da hinter dir stand und schubst den irgendwie so nach vorne, dass er über das Gelände auf das Feld fällt. Dann gibt eine Keilerei los da auf den Ring. Dann gibt es noch Pottwahl! Und dann wurscht. Die Leute stürzen sich da drauf. Ja. Und währenddessen gab es wieder einen Anstoß und während dann die Tumulte da ausbrechen, guckt dann dieser Halborg einmal so zur Seite, so, was ist denn da los? Und Marek und Etzel hätten die Chance, jetzt den so richtig zwischenzunehmen. Wenn die Karte es erlaubt. Hier, Blitz und Donner-Aktion auf die Kniescheibe. Ja, probieren wir das doch mal. Was die Karte ist. Oh, ja. Tja. Einer auf die Knie und der andere oben tackelt dann um, ja. Klassischer Gemeinschaftsangriff, ne? Ja. Wer ist denn unten, wer ist oben? Er ist der Größere, er ist oben. Ja, aber ich habe ja mit dem Zwerg trainiert, stimmt, die ja. Kniescheibe auszuhebeln oder so. Also ich warte, bis der Ork runterkommt, so wie Tukosch das ja gesagt hat. Ja. Din, 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 ja, genau. Steh schon da, Finger abgeleckt in die Luft gehalten, alles klar, da komm da. Zeig schon schön in die Richtung. Ja. Dann nehme ich meinen Schläger und genau passend so genau unter die Kniescheibe wie geübt. Ja, und ein Stück dieses großen Ork-Hauerzahns bricht ab und fliegt in hohem Bogen über die Torlatte und alle rufen Tor! Der Schiedsrichter so Tor! 5:3 für Ich würde mit absolutem Enthusiasmus diesem Zahn hinterherlaufen. Ja, denn der Ork kann leider nicht mehr mitspielen. Den habt ihr jetzt so durchgenommen. Ja. Ich würde, wenn ich schaffe, diesen Zahn holen und den irgendwie zu unserem Staff auf Seite werfen. Ja, zu der Piranha-Gemeinde oder so. Aufpassen! Ja, vielleicht fängt Sina den Zahn ja auf. Ah ja, ganz bestimmt. Den kann man oder so, ja, wenn sie ja mittlerweile vielleicht da ist. Souvenirs! Ja. Souvenirs, ja, ich genau. Zwei Dukaten! Das ist echt Morgzahn. Spott 3.
Preis, Spottpreis. Sina wird auch immer teurer, ne? So eine Gelegenheit kommt nicht alle Tage. Ja, ja, die Schwertfisch-Skiala, die werden auf jeden Fall noch einen guten Angriff starten können und werden zur Halbzeit mit 6-5 führen, als ihr dann irgendwie erstmal eine Halbzeitpause habt. Und die Randale auf den Drängen gehen natürlich weiter, aber das scheint hier keinen zu stören. Schon mal normal. Wir haben da nur drauf gewartet. Ja. Halbzeit kann ich mir noch neue Autogramme besorgen. Ja, wenn du in den ganzen Tumult noch Leute findest, die dir irgendwas abkaufen. Ich glaube, es ist einfacher, die Leute, die am Boden liegen, einfach rauszurauben, anstatt irgendwas zu kaufen. Denke ich auch, ja. Ja, wollt ihr in der Halbzeit noch irgendwas machen? Ja, ich habe in der Halbzeit definitiv, sorge ich mir diesen Orkzahn wieder und stachel die Mannschaft an. Wir haben Blut geleckt. Der Ork ist draußen. Das müssen wir jetzt gewinnen. Und feuer die richtig an. Ja. Ja, das muss Tukasch einsetzen. Pottwal. Ja, genau. Spielt mir den Ball zu. Der macht das dann da vorne. Diesmal aber unter die Latte. Ja, ja, kriegen wir hin. Ja. Okay, ja, kurz vor Ende der zweiten Halbzeit steht es dann knapp 9-10 für leider für die Heimmannschaft, für Schwertfisch Skjall, weil inzwischen hat sich das dieses Gebräu, was die halbe Mannschaft vorher zu sich genommen hat, dann doch ein bisschen weiter zehrt an den Kräften der Spieler und Spielerinnen. Ihr habt keine Auswechselspieler mehr und zwei wurden auch schon ordentlich verprügelt. Das heißt, ihr seid auch noch einen Mann weniger auf dem Feld. Und das heißt, jetzt kurz der letzte Spielzug jetzt noch, bevor das Spiel abgepfiffen wird. Und der Ball fliegt wieder Richtung Etzel. Ja, dann versuche ich ja mal irgendwie den Ball sinnvoll nach vorne auf Tugasch zu passen. Währenddessen läuft von der Seite ein gegnerischer Spieler an, der allerdings an Marek vorbei muss. Aber gucken wir gleich, was Marek mit dem macht. Erstmal gucken, ob Etzel das hinkriegt. Ja. Ich sehe natürlich den also Typ. Funktionieren, weil den Firun hatten wir heute schon mal. Das hatten wir schon zweimal verkehrt darum. Ja. Das dritte Mal. Deswegen sage ich ja, das Vorladen hätte also auch nichts gebracht. Ja. Ich sehe natürlich dann den auf mich zulaufen und krieg dann eine kleine Panikattacke. Und denk mir einfach nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und versuch irgendwie einfach nur gegen das Ding zu hauen, damit das einfach wegkommt von mir. Ja. Wo auch immer das dann hinfliegt. Ja, sag du mir, wo es hinfliegt. Wahrscheinlich so irgendwo in Richtung Mittelpunkt, wo dann eher die Gegner stehen als unsere. Okay. Ja. Könnte vielleicht so ungefähr in Richtung Marek fliegen, wenn er da noch ist. Marek über Mareks Kopf fliegt der Ball hinweg, während er sich einem gegnerischen Spieler gegenüber sieht, der gerade versucht umzutackeln. Dann ziehe ich zuerst seine Karte und dann sehen wir, was passiert. Mhm. Ja, nochmal. Das Deckblatt. Ah, ich wollte gerade sagen, ja. Darf ich jetzt was aussuchen? Ich darf jetzt die Karte aussuchen, oder? Alright. Es ist immer abwechselnd. Ja, irgendwie schon, gell? Eins oben, eins unten. Die andere Karte war eben wieder für oben. Das war jetzt schlecht. So, da kann man bestimmt noch was Positives rausziehen. Da muss ja nicht alles schlecht sein. Mal gucken, was der so hat.
Also. Zerstörer, ja. Zorn. Genau. Reißende Ströme. Durch pure Zerstörung, die mich durch das Vermöbeln des Orks durchflutet, den wilden Jäzern, den ich hier entwickle, und lebt dieser Sturm oder dieses stürmische Verhalten der Torwaller ist so langsam auf mich eingegangen, schreie ich diesen Gegenspieler doch auch nur an und sehe aber dann im letzten Moment doch noch diesen, wie der Ball über mich hinwegfliegt, wo er eigentlich gar nicht hin sollte, und schlage dann aber auch noch passend nach dem Ball, dass er dann doch nach vorne zu Tukosch fliegt. Mir ist jedoch, es ist halt immer noch das Problem, dass der Gegner trotzdem doppelt so groß ist wie ich, und sprich, das Anbrüllen an sich hat vielleicht nicht geholfen, der Pass kam zwar durch, aber er überrollt mich halt einfach. Ja, und ich fühle mich, als ob ich ertrinke. Ja, du liegst wahrscheinlich mit dem Gesicht im Gras und dann trampelt so die halbe andere Mannschaft so einmal über dich drüber. Ja. Ja, Tugosch nimmt den Ball auf und ruft dann so zu Etzel rüber: Hey, ich brauch Geleitschutz! Ja, dann sprinte ich nach vorne und ja, mal sehen, was passiert, ne? Ja, das ist doch wunderbar. Partnerschaft, Kooperation. Brüll. Dann. Erinnert mich etwas an Blood Bowl, ja? Der Zusammenhalt. Besonders die Randale auf den Rängen. Dann sprinte ich einfach irgendwie nach vorne und versuche irgendwie jeden von Tugash abzuhalten. Ramme mich einfach in jeden rein, der da ist. Ja. Der gegnerische Mannschaftskapitän, der steht hier im Weg. Du versuchst ihn so wegzurammen und prallst einmal so wie gegen so eine Wand. Da siehst du, wie der seinen Schläger erhebt. Tugash läuft so an dem vorbei. Etzel sieht so. Und der Schläger kommt runter. Ja. Bung. Einmal so genau vor den Kopf, und Etzel, sie liegt da wie ein gefällter Baum. Aber Tugash ist an ihm vorbei gesneakt und läuft tatsächlich mit dem Ball unter der Torlinie ins Tor, und ihr gewinnt das Spiel. Ah, warten! Yay. Davon kriege ich nichts mehr mit. Genau, weder Marek noch, noch Etzel kriegen davon was mit. Erst Etzel kriegt erst wieder was mit, als Tugosch so über ihm hängt. Yay, yeah, wir haben gewonnen! Dich so irgendwie am Kragen packt. So, yay! Yeah. Gute Aktion, gute Aktion! Wo ist Marek? Ja. Ja, ich liege wahrscheinlich immer noch wie ein Kind im Dreck. Er hat es wohl nicht vertragen. Dann gehen wir doch mal da hin und ich versuche mal, ihn irgendwie wieder da rauszuholen. So klassisch mit der Grasnarbe verwachsen. Genau. So gibt es ein leichtes Klettgeräusch, als du ihn nach oben ziehst. Ich spucke Dreck. Haben wir es geschafft? Gucke ich noch Fragen. Wir haben gewonnen. Das ist gut. Und wird dabei einfach ohnmächtig. Ja, man wird demnächst sagen, dass Pottweil Prem aufgrund von drei Zwergenspielern das erste Saisonspiel des Jahres gewonnen hat. Und merkwürdigerweise Unmengen an Geld irgendwie verloren gegangen sind auf den Tribünen. paar Wochen später ist in der Nachbarstadt eine neureiche, etwas bunt aussehende Frau gewesen, die sich ein Schiff gekauft hat, um damit wieder nach Torwald zu segeln. Ich
Konditorei aufgemacht. Oder sowas. irgendwie Unsummen von Geld ausgeben konnte auf einmal, obwohl sie nicht danach aussah. Weißt du, Marek und Edsel werden wahrscheinlich nicht wieder jemand spielen wollen. Das Spielen tatsächlich nicht. Ich habe diesen Sport jedoch jetzt lieben gelernt. kann stolz behaupten, ich war ein Teil der Trainingsmannschaft, Trainingscoaches und ein Spieler der von Pottwal Bremen. Ja. Pottwale, ja, von Pottwal Bremen. Vielleicht kehrt Marek nach Beilung zurück und gründet in Beilung eine Imanmannschaft. Ja, ich werde jetzt durch die Welt reisen und weitere Trainingskniffe und alles auffangen und dann eine eigene Mannschaft gründen. Ja, Firebreath, sie hat einfach das ganze Stadion ausgeräumt währenddessen, ich glaube. Ja, und erstmal die Autogramme wert sind hier von diesen beiden Zwergenspielern, die ja dann nie wieder dabei waren, wie das da gemacht hatte. Die keine Zwerge. Fünfte Zwergen Karten. Ja. Was passiert mit Edsel? Vielleicht fängt er an, Iman-Tore zu zimmern oder so? Ja, also zuerst mal wird er natürlich in hier in diesem Dorf keine Arbeit mehr finden, weil Skjoll, jetzt kennt ihn ja jeder hier in Skjoll, genau. Mein Prämen. Und wird dann weiterziehen und ja, wird jetzt offizieller Zimmermann für die Tore und das Stadion in Bremen. Von Pottwal Bremen, jawohl. Offizieller genau. Zimmermann, jawohl. Ja, so hat jeder irgendwie sein Auskommen. Sina beliefert Süßkram an das Stadion mit der neuen Konditorei. Edsel stellt die ganzen Sachen her und wartet die Tribünen und Marek kehrt zurück nach Beilung, um dort die vielleicht in Zukunft erfolgreichste Imanmannschaft im ganz Mittelreich zu gründen, die dann irgendwann, keine Ahnung, 1050 oder so den berühmten, wie heißt der Pokal? Der im Mittelreich ausgelegt, Kaiser Reto Pokal. Der in Gareth jedes Jahr ausgespielt wird. Vielleicht gewinnt irgendwie, keine Ahnung, 1050 gewinnt dann die. Wie heißt deine Mannschaft, Marek? Mareks Kampfpferde. Mareks Kampfpferd Beilung. Ja. Ich reise natürlich durch ganz Aventurien und sammle da mir die besten Spieler ein, die ich finde. Wie man das ja heutzutage macht, man kauft sich eine Mannschaft zusammen. Kann ja sein. Ich habe da Geld für dich zu investieren. Ich kann ja sagen, ich habe von den Besten gelernt. Ja. Und schon die Besten trainiert vor allem. Ja. Und ja. Tugosch, den Sohn von Gotros, ja. Ja. Dem berühmten Zwergenrenner, Läufer von Pottwal Bremen. Ja, cool. Dann beenden wir für heute mit diesen schönen Aussichten dieses lustige Abenteuer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese verschwommenen Karten, die nachladen mussten, waren nicht allzu schlimm. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Dieses spontane Ding. Danke fürs Leiten. Es war sehr lustig. Genau. Hat wirklich Spaß. Vielen Dank. Ja. Echt super. Ja, ein sehr verworrener Plot, aber jetzt wissen wir wenigstens, wie die drei Zwergenspieler mal bei Pottwal Bremen gespielt haben. Ja, und ich war in der Tat etwas, Firebreath, das stimmt, etwas von Blood Bowl inspiriert. Ich weiß gar nicht, ob in Wirklichkeit das Iman wirklich so martialisch ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist danach, eher... Danach nicht mehr. Wer weiß, zu dem Zeitpunkt war es vielleicht einmal ein Bildgeprügel, ja. Ein Torwall auf jeden Fall. Ja. Genau. Außerdem, es gibt ja auch irgendwie, es gibt ja auch Iman-Kneipen, die man hätte aufmachen können, ne? Und so, ja. Das ist schon, also, das ist schon wie das Fußball in der. Wir haben Iman jetzt, wir tragen es weiter in die Welt hinaus. In Torwall haben sie es ja erfunden. Und wir streuen das jetzt weiter raus, bringen es in das hinterlegenste Örtchen Aventuriens.
Ja, ich denke, das ist schon sehr, sehr, ist schon relativ bekannt, Iman generell. Es ist schon sehr verbreitet in Aventurien auch. Jede größere Stadt hat eigentlich ein Stadion. Vielleicht im Süden nicht so. Also so, wenn du so zu den Novadis runtergehst. Ja, und da kommen die schnellen Renner erst wirklich her, ja? Demnächst gibt es dann irgendwie so Achatz-Spieler. Ja. Die da mit ihren Stielern statt Schläger ihre Schlenze benutzen oder so. Die dann aber Probleme haben, wenn sie oben im Norden spielen müssen, wenn es kalt ist. Wir brauchen ein beheiztes Stadion. Ja, viel zeigen von. Ja, die werden dann an so Stäben gebunden, dann stehen rechts und links so andere, die dann immer so drehen. Tisch Iman. Ja, jetzt wisst ihr, wie das alles entsteht. Ja, viel vom System konnten wir gar nicht zeigen, aber ein paar Karten haben wir gezogen. Wie fandet ihr das? War das, es war ungewohnt, habe ich so ein bisschen... Es war ungewohnt, was mir so noch nicht so, wie man... Das ist aber, glaube ich, auch bei Engel gar nicht so, ne? Man entwickelt sich so gar nicht weiter, ne, oder? Ja, wenn du Entwicklung hast, dann sagst du das. Das ist halt alles erzählen, ne? Also es war, ich fand, es war anfangs erstmal, also man hat ja immer zuerst eine Vorstellung auf das, wie man reagieren möchte. Ja. Und ich habe dann festgestellt, nein, du musst zuerst die Karte ziehen und dann sagst du, was du tust. Genau. Du überlegst dir zuerst gesagt, selbst was und dann, dann ging es auch. Also dann ging es auch. Ich meine, zwischenzeitlich weiß ich, sind wir da auch dann trotzdem, haben wir es trotzdem anders darum versucht. Und aber es geht. Ja, also prinzipiell cineastisch an sich spielen. Mit den Karten hast du zumindest wirklich nochmal einen Anhaltspunkt, dass auch wirklich mal was anständig scheitern könnte oder so. Ja. Man braucht sie ja eigentlich auch gar nicht richtig. Ich meine, wir haben den ganzen ersten Teil des Streams auch wieder ohne gespielt. Ne? Also es ist, Aber es bringt nochmal so einen gewissen Zufall einfach mit rein, wo du dich nach was richtest. Ja, das finde ich eigentlich immer ganz schön. Ich meine, kenne ich ja von Engel auch schon. Das hat mir jetzt ja auch schon sehr gut gefallen. Ja, und Charakterentwicklung, wenn man das jetzt länger spielen will, kann man natürlich sagen, irgendwie, wenn du meinst, dein Charakter kann jetzt auf einmal besser irgendwas, dann beschreib es einfach so, dann hast du so eine Charakterentwicklung. Das sind einfach die Geschichten, die erzählt werden, sind halt die Charakterentwicklung, die du hast. Jetzt halt keine Werte, die du steigern kannst oder sonst irgendwas. Ja. Aber vielleicht, keine Ahnung, Etzel lernt vielleicht anstatt dem normalen Zimmermannshandwerk irgendwie das Schiffszimmermannswerk oder dann kann er auf einmal Schiffe bauen. Ne, es ist alles erzählen durch die Erzählung ja möglich. Vor allem halt auch durch Sachen, die man ja dann doch erlebt hat in der Geschichte. Genau. Ich glaube, das geht ja auch ganz gut dann. Ja, also ich habe es ja auch noch nie länger gespielt. Bei Engeln hast du ja immer noch die Engelränge. Also wenn die bestimmte Abenteuer oder Aufträge erledigt haben, dann steigen sie halt in den Rängen auf so, und kriegen dann andere Fähigkeiten. Also Spezialfähigkeiten, aber das ist ja auch sehr begrenzt. Also da gibt es ja maximal 4 Stufen bei Engeln und mehr ist da auch nicht. Aber braucht man auch eigentlich gar nicht so richtig. Ja, cineastisch kann man schon sehr viel an sich rausholen. Ja. Es macht's aber auch, also mit den Karten finde ich, es macht einen gewissen Anreiz oder es bringt nochmal so, es macht es lustig zwischenzeitlich. Ja, vor allem, wenn man eine Karte zieht, die einmal am Anfang so überhaupt nichts sagt. Und dann so. Na, ich bin das ja mit den Karten schon ein bisschen gewohnt, weil ich das ja bei mir in den Runden auch mache. Aber da wird halt gewürfelt, aber einmal dürfen sie halt eine Karte ziehen. Die haben wir ja auch drin. Und ich finde halt so diesen Aspekt einfach, du hast dann die Karte und reagierst dann darauf ohne jetzt. Das finde ich schon immer sehr spannend. Das bringt auch immer sehr lustige und interessante Situationen, weil man da jetzt nochmal Input einfach so von außen bekommt. Ich meine, außer den Würfelwurf, klar, der Würfelwurf zeigt, ich habe es so und so gut gelungen oder so und so schlecht misslungen. Und bei den Karten hast du einfach nochmal durch die Stichpunkte, durch das, was die Karte dir gibt, einfach nochmal so eine so eine Inspiration, einfach sowas mit dabei, wo dann einfach Schönes mit hervorkommen kann und sehr. Da kommen die schönsten Situationen mit zustande. Ja. Und wenn, genau. Das ist halt immer die Voraussetzung, dass sich alle darauf einlassen und auch den Mut haben, auch mal schlechte Dinge für seinen eigenen Charakter zu beschreiben. Ja.
Das ist meistens was, was einem so überhaupt nicht so leicht von der Hand geht, wo so ein bisschen kontraintuitiv. Das Einzige, was ich jetzt hier noch ändern würde, ist, dass man irgendwie versucht, diese Regelmäßigkeit wegzukriegen, dass immer eine Karte Ich oben, glaube, eine das war Karte aber unten jetzt ist. Zufall. Hatte ich in den anderen Streams nicht, dass wann Ach das so. war tatsächlich. Also Weil das war ja bei allen Karten, erst kam eine auf und das nächste Mal kam eine ja. umgekehrt. Das war ja jedes Mal so. Aber es ist, siehst du, es ist wieder eine aufrecht. Also Ja, von daher. das liegt ja an dir. Ach so. Ach gut. Ja, das ist tatsächlich. Namen will ja Ja, haben. das Das ist ist wieder gut. aufrecht, ne? Also das Die ist aber immer ist. aufrecht, ne? So. Ja. Aber es ist halt eine aufrechte Karte. Und da die Karten hier auch Okay, nicht. jetzt geht's. Ja, jetzt geht's, funktioniert es plötzlich. Es Ja. war, wie gesagt, Zufall, aber es kann ja passieren. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Algorithmus. Wir können ja das ist, ich habe die auch irgendwie ziemlich sinnlos, wahllos durcheinander reingeladen. Also sind ja eigentlich nur Bilder für Roll20, der kann ja da keine Regelmäßigkeit machen. Naja, gut. Falls ihr Lust habt, irgendwie das auch mal zu spielen, dann könnt ihr mich ja anschreiben über den Nordpol oder so. Ich kann euch gerne die Liste zukommen lassen, was die einzelnen Karten bedeuten. Und auch zukommen lassen, Link, wo ihr die Artworks runterladen könnt. Die sind offen aus der, wie heißt das, nicht Vault, sondern Skriptorium oder so. Im Skriptorium, genau. Offen. Und wenn ihr das am Tisch spielen wollt, es gibt die Inra-Karten. Die hat jetzt, wirst du es auch ganz neu drücken lassen. Da könnt ihr es am Tisch mit den Inra-Karten ziehen und da steht dann Gibt's nochmal die sie wieder? Beschreibung. Ja, die gibt es. Die kommen jetzt wieder, aber die werden jetzt gerade gedruckt. Und da gibt es ja jetzt momentan auch die Regelwerke mit den kompletten Beschreibungen der Inra-Karten und so. Also Für dann könnt ihr fürs euch Tisch das spielen auch sind die auch besorgen. Da ganz gibt es ja toll, auch die genau. Götterkarten. Ich weiß gar nicht, ob es da genau diese jetzt hier auch gibt, weil da sind ja jetzt noch Andus und so auch dabei. Die sehen ein bisschen anders aus. Es gibt immer das große Arcana. Die heißen jetzt halt nicht Rondra oder so, sondern die haben halt andere Bedeutungen, die Karten. Da gibt es halt mehr. Es gibt weitaus mehr Karten. Ne? In den Inra ist halt ein komplettes Tarot-Kartenset. Also Da hat man noch mal mehr könnt Möglichkeiten. ihr das da auch mal ausprobieren. Das ist Wie also sehr gesagt, spannend. die Lohnt sich. Bedeutung haben wir uns selber zusammengeschustert, aber das ist ja auch relativ selbsterklärend. Also wie gesagt, wenn ihr die Liste haben wollt, schreibt mich einfach an, dann kann ich euch die zukommen lassen. Und ansonsten Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr das auf YouTube nachschaut, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten unter dem Video, wie ihr es fandet. Und wenn ihr schon mal da seid, einen Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, ob ihr es gut oder schlecht fandet. Und ja. Dann, falls ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel generell, die Züdi hat gerade schon mal angedeutet, sie hat auch einen Rollenspielkanal, wo man auch DSA und so gucken kann. Schaut doch mal auf dem Nordpol vorbei. Mein Bot hat hier die ganze Zeit schon den Nordpol-Werbung durchgespammt, aber ich kann es ruhig nochmal machen. Es funktioniert natürlich jetzt gerade super gut. Ich liebe das. Aber ich Doch, kann. perfekt. So, hier, da sind alle Streamer vom Nordpol zusammengefasst. Da könnt ihr mal durchklicken, die ganzen Kanäle, wo es auch Rollenspielzug anzugucken gibt. Ja, Firebreeze, noch schönen Abend noch. Danke für den Stream. Bitte, bitte. Ja, Ja, dir auch. und ich wollte kurz noch fragen, wann gibt es denn was von Züdi, wenn die denn streamt? Das nächste Mal? Wann gibt es was von mir? Moment, muss ich mal gerade mal gucken. Krangor ist die nächste Runde bei mir, soweit ich das in Erinnerung habe. Nee, gar nicht, Filerson. Am Montag. Am Montag Filerson. Und danach die Woche Krangor. Findet man in Yajirobe auch irgendwo nochmal live in nächster Zukunft? Ja, am 15.01. bin ich, Quatsch, stimmt gar nicht, am 22. bin ich bei Mischka und mache die zweite Runde quasi zu Ende von dem Cthulhu-Abenteuer, das zum Adventskalender gehörte. Ah, okay. Und dann irgendwann Ende Februar eine neue Warhammer-Kampagne. Viel beschäftigter Yajirobe jetzt. Seit Neuestem. Seit Neuestem. Ja. Und wann gibt's Pikachu wieder zu sehen? Ich denke bei Mischka, ne? Da spielt er sonst immer. Ja, und zwar
7., wenn nichts dazwischen kommt, heißt es nochmal Starfinder. Und dann darf ich als kleiner Waschbär nochmal die Welt auf den Kopf stellen. Waschbär, wie süß. Ja, gut. Alles klar. Gut, und wenn ihr hier auf diesem Kanal was anderes gucken wollt, dann wartet ihr bis Sonntag. Da gibt es bei mir auch Filiasson. Ist immer ein Tag Filiasson bei mir, dann ein Tag Filiasson bei Züdi. Aber ich habe ohne Filiason. Genau. Filiasson kriegt ihr nur bei mir. Genau, bei mir habt ihr halt nur den König, die Könige der Meere, also. Gut, vielen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.